Wir haben einerseits heute hier eine Debatte geplant. Ich freue mich sehr, dass Feride Aktas von der Ski. Nee, das sagt sie selber. Ja, von der Schädlik-Moschee. Genau. Und Gülhanim. Nee, das kriege ich auch nicht hin. Ich habe meinen Mädchennamen noch mitgenommen, deshalb ist der so lang. Okay. Genau. Karlmann Tscherkisch. Genau. Dass wir die beiden als Referentinnen gewinnen konnten, schlicht weil ich finde, dass in der gesamten Debatte viel zu wenig die muslimischen Frauen zu Wort kommen. Wir haben außerdem eine Band hier, sieht man da drüben. Das ist die Band Yalangi. Yalangi sind, habe ich mir gerade sagen lassen, Weinblätter, die mit Reis gefüllt sind. Und die Band hat eine ganz schöne Geschichte, finde ich. Die vier haben sich nämlich in einer Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg, in Kremmen, kennengelernt. Und das sind Jan und Petra und Lava und Pascha. Die Band würde uns am Anfang als Einstimmung auf den Abend so 2-3 Lieder vorspielen. Dann würden wir die Diskussion machen und bevor es dann auch noch was zu essen gibt, würden wir dann nochmal ein bisschen Musik bekommen. Ja, insofern würde ich jetzt erstmal der Band das Wort geben. Achso, ich habe jetzt völlig vergessen, wer ich bin. Ne? Die geht natürlich gar nicht. Genau, also ich bin Andrea Jönige, ich bin die Asyl- und Flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag und darf heute hier moderieren. Und dann schiebe ich vielleicht doch gleich noch ein. Das ist eine Veranstaltung, die wird von zwei Landesarbeitsgemeinschaften der Linken veranstaltet. Das eine ist die Landesarbeitsgemeinschaft Linke Frauen. Und das andere ist die ganz frisch gegründete Landesarbeitsgemeinschaft Flucht und Migration, abgekürzt FLUMI, wo wir auch die beiden Sprecherinnen hier haben. Und dann würde ich auch noch sagen, weil ich mich ganz besonders freue, dass wir von so weit her einen Gast haben. Ich freue mich auch, dass Sabine Berninger hier ist. Das ist die Asyl- und Flüchtlingspolitische Sprecherin der Linken in Thüringen. Hallo. Genau, dann haben wir die Vorstellungsrunde auch gleich noch gemacht. Aber jetzt dann erstmal die Band. Ja, hallo. Wir haben gedacht, wir machen das so, dass der Jan und ich euch erstmal ein Stück spielen und dann spielen die beiden ein Stück. Und danach, wenn ihr fertig geredet habt, dann spielen wir das zusammen. Und das erste Stück, das wir spielen, das habe ich mal geschrieben, als bei uns im Wald ein Wolf entdeckt wurde. Und das merkwürdige Begebenheiten nach sich zog. Und als das Flüchtlingsthema so hochkochte, da habe ich das Stück eigentlich, ich habe mir das Stück eingeplant und das ist scheinbar immer dasselbe und geht wahrscheinlich wieder um den Wolf, um geflüchtete Menschen, sondern hat mit anderen Dingen zu tun und daran passiert. Musik.
Thank you.
Vielen, vielen Dank. Ich denke, das war eine tolle Einstimmung für heute. Und wie gesagt, nachher bekommen wir davon noch mehr. Ich würde am Anfang gerne versuchen, so ein bisschen einen Rahmen zu spannen, in dem wir uns hier derzeit bewegen bei der Debatte um Bekleidungsvorschriften. Und vielleicht, also ich würde damit anfangen, wie wir eigentlich auf die, also, oder wie diese Veranstaltung eigentlich entstanden ist. Da gab es ein Treffen der Arbeitsgemeinschaft Linke Frauen. Und das war so der Höhepunkt der Burka-Debatte. Und wir merkten einfach in der Diskussion, dass wir uns da auch jetzt also nicht sofort völlig einig sind. Weil es da schon die eine oder andere gab, die sagte, naja, also Verbote finde ich jetzt schon irgendwie doof, aber jetzt eine Vollverschleierung finde ich irgendwie auch nicht so doll. Und da haben wir gemerkt, dass da schon auch selbst, also auch unter Linken schon ein Stück weit auch im feministischen Diskurs, aber nicht nur, schon auch einfach Fragen da sind. Und wir haben auch gemerkt, dass das, was wir da in den Medien in den letzten Monaten erlebt haben, einfach auch in der Regel irgendwie total verkürzt ist. Also das begann mit den CDU-Innenministern, übrigens alles Männer, die uns, nachdem Männer Terroranschläge verübt haben, als erstes mal erklärten, also den Terror würde man jetzt dadurch bekämpfen können, dass man Frauen erklärt, was sie anzuziehen haben oder nicht. Das, finde ich, wirft schon so ein Schlaglicht auf die Debatte. Gleichzeitig hatten wir dann jetzt im Sommer, gerade hier in Brandenburg, die Debatte, aber auch nicht nur, gab es ja auch in Frankreich, die Debatte um Burkinis. Also früher wurden Frauen in Deutschland dafür kritisiert, dass sie zu wenig anhatten, so Miniröcke und so. Auf einmal führen wir eine Debatte, dass sie zu viel anhaben. Finde ich schon also sehr interessant. In dem gesamten Zusammenhang um Bekleidungsvorschriften kommt dann auch immer die Kopftuchdebatte. Auch die hatten wir in Brandenburg. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Da gab es die Geschichte, dass eine Praktikantin, die in Ludwigsfelde war das, die im Rathaus quasi dolmetschen sollte, halt mit Kopftuch kam und am gleichen Tag von der Bürgermeisterin nach Hause geschickt wurde, weil sie nicht bereit war, jetzt das Kopftuch abzulegen. So. Das war dann auch eine relativ große Debatte, die ja schon ein Stückchen in die, also in den Bereich reingeht, Trennung von Staat und Religion. Wie ist denn das jetzt mit religiösen Symbolen in Behörden, in Einrichtungen? Das kann man also auch unterschiedlich bewerten, finde ich. Finde es aber auch gut, wenn man darüber redet. Also ich finde es schon einen Unterschied, ob eine Lehrerin ein Kopftuch hat oder eine Dolmetscherin in einem Rathaus. So. Ich finde es übrigens auch total schräg, wenn sowas nicht vorher erklärt wird, aber andere Debatte. Aber also wir merken einfach, das ist derzeit irgendwie eine gesellschaftliche Debatte, die nicht immer von den Frauen her gedacht ist. Und wo, habe ich eben schon erwähnt, Männer auf einmal Frauenrechte als Thema entdecken, von denen man das sonst nicht so kennt. Die CSU tut sich da ja ziemlich hervor, aber auch die AfD. Und andererseits ist zumindest mein Eindruck, dass es oftmals auch ein Stück weit eine Stellvertreterdebatte ist. Also einerseits haben wir ja in der Gesellschaft die Debatte, wie umgehen mit Flüchtlingen, gerade seit dem vergangenen Jahr. Wir haben eine latente Muslimfeindlichkeit, das wissen wir. Und ich glaube, dass diese Debatte darüber, wie sich muslimische Frauen kleiden, genau damit auch was zu tun hat, quasi als wirklich als Stellvertreterdebatte. Ich finde, als Linke müssen wir uns auch mal die Frage stellen, was bringen Verbote? Also einerseits, hatte ich vorhin erwähnt, kann auch eine Vollverschleierung, zumindest wenn die Frau das nicht freiwillig macht, natürlich ein Ausdruck von Frauenfeindlichkeit sein. Andererseits werde ich den Frauen, die da wirklich zu gezwungen werden, mit Sicherheit nicht helfen, wenn ich es verbiete. Weil dann gehen die gar nicht mehr aus dem Haus.
kann jetzt auch irgendwie nicht das Ziel sein. Das heißt, ich finde auch, man wird, muss jetzt wirklich ein Stück weit auch von den Frauen her denken. Gleichzeitig finde ich, wir müssen uns, wenn wir eine offene und demokratische Gesellschaft wollen, auch immer fragen, was heißt denn das eigentlich? Also was muss eine offene demokratische Gesellschaft auch aushalten? Also ich habe neulich bei so einer Debatte im Landtag gesagt, es gibt kein Recht darauf, einer Frau ins Gesicht gucken zu dürfen. Und es gibt übrigens auch kein Recht darauf, vor religiösen Bekenntnissen anderer geschützt zu sein. Gleichzeitig stellt sich aber gesellschaftspolitisch die Frage, gerade auch für eine feministische Bewegung, was passiert eigentlich mit dieser Gesellschaft, wenn jetzt auch vielleicht andere Frauenbilder, andere Rollenbilder dazukommen? Was macht das eigentlich, also wir wissen, dass es ja in, auch in Deutschland oder in Europa ein viele Jahre währender Kampf war, auch Frauenrechte zu erkämpfen, also Stichwort Wahlrecht. Bis in die 70er Jahre hinein durfte in Deutschland der Mann entscheiden, ob die Frau arbeiten darf. Sollten wir mal alles nicht vergessen, das ist aber alles noch nicht so lange her. Und da ist eine Bundesrepublik. Ja, in der Bundesrepublik, ja. Entschuldigung. So und also da ist, stellt sich schon die Frage, was passiert denn eigentlich mit unseren Rollenbildern, mit dem, auch was wir als Frauen erkämpft haben in den letzten 50 Jahren, wenn da möglicherweise ganz andere Rollenbilder jetzt dazukommen. Gleichzeitig finde ich immer wichtig zu sagen, ich möchte, dass Frauen in diesem Land so leben können, wie sie möchten. Dazu gehört auch, dass sie selbst entscheiden können, was sie anziehen. Und selbst entscheiden heißt dann auch tatsächlich die Selbstermächtigung ist wirklich selbst zu entscheiden, nicht durch den Mann dazu gezwungen werden, aber auch nicht durch die Gesellschaft dazu gezwungen werden. Und ich glaube, da müssen wir uns schon auch die Frauen die Frage stellen, wie wir denjenigen Frauen, die hier zu uns kommen, gerade auch in den vergangenen, also im vergangenen Jahr mit den Flüchtlingsbewegungen, einfach auch die Chance geben, diese Freiheit, die wir uns alle hier nehmen, selbst auch ausleben zu können. Also was braucht es da? Braucht es da Beratung? Braucht es da, weiß ich nicht, werden wir sicherlich heute noch drüber reden. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir uns auch so gestellt haben im Vorfeld. Wir wissen, dass die Debatte oft von Unwissenheit geprägt ist. Also ich habe vorhin schon erzählt, wir hatten jetzt im Landtag einen Gesetzentwurf zur Vollverschleierung von der AfD. Und als ein Beispiel für Vollverschleierung stand da dann drin der Hijab. Ich werde gleich mit der Frage einsteigen, welche Verschleierungsform es gibt. Ich kann aber schon so viel verraten, das ist jetzt keine Vollverschleierung. Insofern ist da auch sehr, sehr viel Unwissenheit drin. Da wollen wir heute Abend vielleicht auch ein bisschen Aufklärung betreiben. In der Debatte finden viel zu selten wirklich die muslimischen Frauen selbst eine Rolle. Deswegen haben wir auch ganz bewusst heute, ich moderiere hier nur und mache einen Einstieg. Und ansonsten sind die beiden die Hauptdarstellerinnen, um auch ein Stück weit das auszugleichen, dass eigentlich alle über muslimische Frauen reden, aber keiner mit ihnen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass ihr beide hier seid. Und würde vielleicht noch ganz kurz sagen, welche Fragen wir uns so vorstellen könnten, was wir jetzt auch im Vorgespräch hatten, die wir hier so bereden. Ich will aber auch gleich sagen, wir werden das hier relativ locker handhaben. Wenn wir irgendwas davon nicht bereden, ist das auch nicht schlimm. Uns ist wichtig, dass alle ihre Fragen stellen können. Wir wünschen uns eine offene Debatte. Also lieber einen Vorurteil in den Raum stellen, was wir dann hier möglicherweise rausräumen können oder auch nicht. Aber bitte dann ruhig alle ganz offen sich auch trauen. Das ist, glaube ich, gerade bei so einer Debatte irgendwie wichtig. Wir haben uns das jetzt so gedacht, wir würden gerne ganz am Anfang eine Information über die verschiedenen Verschleierungsformen geben, würden dann über die Rolle von der Religion für die persönliche Entscheidung, wir sehen ja, die auch Unterschiede zwischen den beiden Frauen, die hier sitzen. Das heißt, ich würde Sie gern fragen, was der Grund für Sie ist, persönlich sich teilweise zu verschleiern oder auch nicht.
Würde da auch gerne wissen, welche Rolle da die Religion spielt. Wir haben dann ja regelmäßig auch die Frage, sieht der Islam eigentlich vor, dass es eine Verschleierung gibt oder nicht? Ich persönlich finde die eigentlich ziemlich irrelevant, weil wenn Menschen glauben, dass es eine Bekleidungsvorschrift ist, dann werde ich ihnen das nicht vorschreiben können, ob das jetzt so ist oder nicht. Aber trotzdem taucht die Frage in der Debatte ja immer wieder auf. Wir wollen über die Rolle der muslimischer Frauen einerseits im Islam und andererseits auch in Deutschland reden. Dann auch über die Frage, wie geht es eigentlich Flüchtlingsfrauen, die gerade zu uns gekommen sind. Wo es ja schon wahrscheinlich, vermute ich mal, auch Unterschiede gibt zwischen denjenigen, die schon seit 20, 30 Jahren hier leben und denjenigen, die gerade gekommen sind, wo ja möglicherweise die Religion eine gewisse Rolle bei der Flucht gespielt hat. Und wir würden dann auch gern noch zu Erfahrungen mit Muslimfeindlichkeit kommen, weil ich sag mal, den Jungs sieht man das in der Regel nicht an, ob sie Muslime sind oder nicht, Frauen schon. Da gibt es sicherlich auch Erfahrungen, darüber wollen wir auch gern reden. Und dann natürlich über alles, was ihr und sie noch interessiert zum Thema. Genau, das war so ein bisschen der Rahmen und dann würde ich gleich einsteigen wollen. An Verida haben wir uns geeinigt, ganz kurz einen Abriss zu machen, welche Formen von Verschleierung es gibt, damit wir da schon mal alle eine gemeinsame Grundlage haben. Okay, dann erstmal nochmal auch danke, dass wir hier sein dürfen. Zu der Bedeckung. Ich spreche jetzt mal von der Bedeckung, weil wir sagen immer Verschleierung. Es ist ja ein Teil auch, gehört zur Bedeckung, aber zur religiösen Kleiderordnung. Und ich spreche jetzt von allen religiösen Gemeinschaften, also von allen monotheistisch geprägten religiösen Gemeinschaften, christlich, jüdisch und auch islamisch. Es gibt in der Grundidee, was religiöse Bedeckung angeht, deswegen kennen wir das auch von früher, wir kennen die Nonnen, im Christlichen, wir kennen im Jüdischen die Kopfbedeckung der Frauen und wir kennen das Kopftuch auch bei den muslimischen Frauen. Die religiöse Bedeckung bedeutet eigentlich nur, dass man sich quasi äußerlich nicht in den Vordergrund tut. Das bedeutet, ich ziehe bewusst etwas längere oder ein bisschen weitere Kleidung an, sodass ich nicht mit meinem Körper im Vordergrund in erster Linie stehe, sondern das Wesen des Menschen soll eigentlich das Wichtige sein. Wir sprechen immer von inneren Werten, aber das Wesen macht das Verhalten aus zum Beispiel oder wie du sprichst zum Beispiel. Das sind alles Dinge, auf die Menschen sich eigentlich fokussieren sollten und es sollte nicht da einhergehen, dass man sagt, hier bin ich mit meinem Aussehen, weil das viele negative Eindrücke auch rüberbringen kann. Neid zum Beispiel, Eifersucht, solche Geschichten können ja passieren, weil jeder hat so sein eigenes Bild von Schönheit. Und teilweise wird uns das auch ein bisschen vorgegeben, was schön ist und was nicht so schön ist. Und dem will eigentlich Religion ein bisschen entgegenwirken, indem wir sagen, unser Körper ist ein Geschenk und es ist das Gefäß unserer Seele und nicht etwas, womit wir prahlen oder uns in den Vordergrund tun sollten. So der Grundgedanke. Dann, und das gilt für Männer und für Frauen gleich. Dann, wenn wir jetzt, der Fokus ist nun mal auf Islam, weil wir verbinden nur noch Bedeckung mit Islam, aber damit Sie die Geschichte auch ein bisschen kennen, ne? Sie kennen das auch, ältere Generation kennt es in Deutschland sogar noch, die Bedeckung, die Kopfbedeckung an sich. Und wenn wir von der Kopfbedeckung sprechen, dann haben wir drei Formen, könnte man eigentlich zusammenfassen. Es gibt einmal den Hijab, das ist das Kopftuch, so wie wir es auch an Frau Czekes sehen. Dann gibt es den Niqab. Niqab bedeutet, das ist das, wo man die Augen noch sehen kann, den Schlitz mit den Augen. Und dann gibt es ja die Burka, so wie man es jetzt kennt, wo komplett auch der Gesichtsschleier vor ist, das Gesichtsgitter manchmal, wie wir es kennen. Das sind so die drei Formen an sich. Wie ist es, oder was ist die Mehrheit, nach Mehrheitsislam-Gelehrten, die Form der Bedeckung für das Haar? Es ist eigentlich so, dass man das Gesicht frei sieht und man spricht auch davon, dass die Hände noch frei sein sollen. Es gibt eine Überlieferung, wo es heißt, von der gläubigen Frau sollen zum Beispiel Gesicht und Hände zu sehen sein. Deswegen ist die Mehrheit islamische Meinung, dass der Hijab quasi die korrekteste oder die mehrheitliche Bedeckungsform des Haares ist. Nur ein Beispiel, wenn man in Mekka ist, an der heiligsten Stätte in Saudi-Arabien für die Muslime, dort dürfen die Frauen zum Beispiel an der Kaaba, an dem schwarz umhüllten Haus,
nicht mit Gesichtsschleier sein. Also es hat eine wirklich große Bedeutung auch. Wo kommen jetzt diese anderen Interpretationen her oder Ableitungen, dass man Gesichtsschleier trägt, ist ja auch so ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich und von Kultur zu Kultur. Es gibt natürlich auch weiter auslegbare Hadithe, also Überlieferungen, wo man vielleicht einen Gesichtsschleier ableiten kann. Es gibt eine Überlieferung, wo es heißt, das ging dann damals, galt es für die Prophetenfrauen. Das waren ganz besondere Frauen, sie waren die Frauen des Propheten, des Propheten Mohammed. Und man hat gesagt, zu ihnen soll man nur hinter einem Schleier sprechen, so in der sinngemäßen Übersetzung. Und viele leiten davon eigentlich ab, zum Beispiel Gesichtsschleier, diese Komplettverschleierung, wobei es Hintergründe gibt für alle möglichen Überlieferungen und auch Koranverse und Suren. Und deswegen, nur dass wir es im Hinterkopf haben, es ist eine Abweichung zu dem Mehrheitsislam, dieses Gesichtsschleier und auch Burka und auch Niqab. Sie argumentieren das mit, man kann sich dafür oder dafür entscheiden. Natürlich, theoretisch kann man sich auch dafür oder dafür entscheiden, aber mehrheitsislamisch gesehen ist eigentlich der so, dass das Gesicht quasi auch frei ist. Es hat auch einen bestimmten Sinn. Wenn wir sprechen davon, wenn Gott eine bestimmte, ein Befehl gibt oder eine Pflicht uns aufgibt, dann hat es nicht einen Denkfehler in Gottes Gedanken gegeben, sondern es gibt Gesellschaften, da ist es wichtig, wie bei uns zum Beispiel, dass man das Gesicht sieht. Und dann gibt es andere Gesellschaften, da ist es kulturell bedingt nicht so wichtig vielleicht. Und ich denke, da Gott mehrheitlich gedacht hat oder denkt, ne, weil wenn wir davon sprechen, dass er allumfassendes Wissen hat, was wir nicht haben, dann denke ich, hat das auch einen bestimmten Sinn, dass es diese mehrheitliche Meinung gibt, dass man quasi Gesicht sehen soll und ähnliches. Trotzdem natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und wie er das handhabt und woher er diese Argumentation für sich nimmt, muss jeder für sich selbst verantworten von den Frauen. Und jede Frau muss auch selbst entscheiden, wann sie bereit ist für die Bedeckung. In jeder Gesellschaft ist es schwieriger oder einfacher, sich zu bedecken. In Deutschland nehme ich jetzt einfach für mich mal an, es ist zum Beispiel nicht so einfach, sich einfach zu bedecken, weil es immer noch etwas Fremdes auch ist für uns. Und von daher gibt es einige, die trauen sich das. Sie sind stark genug in dieser Gesellschaft, das zu tun. Und dann gibt es andere, wie mich zum Beispiel, die sind da noch nicht so stark genug und lassen sich dann einfach noch ein bisschen Zeit, was das angeht. Ja, aber das sind die, das sind so die Formen, die es gibt quasi. Ja, damit Sie die Begriffe auch mal gehört haben einfach. Genau. Und vielleicht noch eine Sache. Wir sprechen immer, wenn wir sagen, Bedeckung von Kleiderordnung. Das ist zwar ein Teil, aber es gibt eigentlich immer zwei Formen, also die innere Bedeckung und die äußere Bedeckung. Und die äußere ist das, was wir sehen. Und die innere Bedeckung ist das, was ich meinte, deswegen ist das Wesen so wichtig. Wie benehme ich mich? Also bin ich eher zurückhaltend, bescheiden oder bin ich eher aufdringlich und respektlos vielleicht? Also das muss zusammenspielen. Sie kennen vielleicht die Bilder, da ist eine Frau vielleicht bedeckt, aber sie benimmt sich überhaupt nicht bedeckt. Also sie benimmt sich nicht zurückhaltend, sondern sehr aufdringlich vielleicht, nicht besonders nett oder ne, respektvoll. Das gibt es auch. Und andersrum gibt es das natürlich auch. Man ist offen, aber man ist eher bescheiden. Ne? Es gibt alle Varianten. Das muss aber ein Zusammenspiel sein. Quasi das Gesamtpaket muss irgendwie passen. Es darf sich nicht widersprechen in einer Religion. Wenn wir von einer Religion sagen, das ist Gottes Religion für uns, ne? Dann dürfen dort keine Widersprüche in sich sein. Und das eine geht nicht ohne das andere und das andere geht eigentlich auch nicht ohne das andere. Man muss es für sich aber verinnerlicht haben und dann ja, sieht man vielleicht auch mal im Real ein paar Beispiele, die vielleicht nicht so gut sind und dann sieht man ein paar Beispiele, die vielleicht ja, sehr gut dazu sind. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen verständlich von der theologischen Sicht einfach. Ich hake da jetzt gleich mal ein. Die Argumentation kannte ich jetzt offen gestanden noch nicht, dass es sozusagen Stärke ist, sich zu bedecken. Und also ich würde da jetzt sozusagen an dich ganz persönlich so, ist das für dich Ziel, irgendwann diese Stärke, dich zu bedecken zu haben? Oder ist das jetzt eher eine bewusste Entscheidung, es nicht zu tun? Es ist nicht so, dass ich mich nie bedecke. Also bedecke mein, zum Beispiel, wenn ich mein Gebet verrichte, mein rituelles Gebet, dann habe ich auch mein Kopftuch auf und bin auch so eigentlich, wie ich angezogen. Also man ist dann schon bedeckt. Weil es ja auch einen spirituellen Hintergrund für mich hat oder einen spirituellen Wert. Und ich habe eigentlich vor, das zu tragen,
Ich war letztes Jahr auf der Pilgerfahrt in Mekka, da waren wir einen Monat lang in Saudi-Arabien und man ist immer bedeckt, durchgängig, und man gewöhnt sich auch daran und ich finde es nicht schlimm an sich. Ich hatte auch überlegt, ob ich das hier dann so weiter übernehme, aber ich habe mich dann nicht getraut einfach. Es war dann so, ich habe am nächsten Tag die Uni gehabt und in meinem Studiengang ist das eher so ein bisschen das sehr dominant von Männern dominierte Studiengang. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und es ist dann einfach, du wirst leider nicht auf Augenhöhe betrachtet. Ich habe in erster Stelle an mein Studium gedacht gehabt, aber ich sehe das auch, diesen Spiegel in der Gesellschaft leider. Ich werde, da kannst du dann vielleicht auch noch was dazu erzählen, aber ich habe immer das Gefühl, man wird nicht auf Augenhöhe betrachtet, wenn man dann bedeckt ist, weil man immer ein bestimmtes Bild mit einer Frau, die das Kopftuch trägt, verbindet. Ich habe es für mich als, also nach meiner Reflexion habe ich es als eine Schwäche in meinem Charakter eigentlich gesehen, dass ich nicht drüber stehen kann, was andere von mir denken. Das ist nicht so, fand ich nicht so gut irgendwie. Deswegen brauche ich da ein bisschen mehr Zeit, weil eigentlich ist es nicht gut, dass ich das abhängig mache von den Menschen um mich herum. Ich mache ja nichts Schlimmes damit. Nur ich traue mich einfach in dieser Hinsicht noch nicht. Und deswegen meinte ich, ist das für mich eine Art Stärke, das zu zeigen, weil es nicht einfach ist in der Gesellschaft. Sie selber kennen das. Ich mache das manchmal, wenn wir Gruppen haben, dann zeige ich ihnen, wie ich mit Kopftuch bin und wie ich ohne Kopftuch wirke. Und es wirkt ja irgendwie auf die Menschen. Und dann kommen Sätze so wie, jetzt bist du ein bisschen distanzierter, jetzt wirkst du auf mich religiöser. Und verstehen Sie, so eine Aussagen haben mich noch ein bisschen zurückgeworfen. Und da muss ich an mir arbeiten einfach. Ob ich es jetzt am Ende trage oder nicht oder wie weit ich das trage, das habe ich mir jetzt so noch nicht überlegt. Aber das war der Grund, warum ich es dann im Endeffekt doch jetzt erstmal für mich nicht gemacht habe. Nur in meinen spirituellen Gebeten zum Beispiel, wenn ich das dann mal so machen darf. Darf man zwischenfragen? Ja. Und wie ist das untereinander? Also wenn Sie jetzt zusammen sind und Sie das so sagen... Nein, ist sie ohne. Ja, das habe ich vorhin schon gedacht bei den verschiedenen Verschleierungsformen. Ich gedacht, okay, ist man dann, diskutiert man mit der anderen Person und sagt, warum trägst du das jetzt nicht? Oder beziehungsweise, wenn jetzt jemand voll verschleiert kommt und das ist gar nicht so, dass sagt man dann, warum verschleierst du dich voll? Das reicht doch, ist doch so richtig. Mhm. Also diskutiert man untereinander als die Frauen? Also ist das so? Also von mir, von meiner Erfahrung ist, ich habe denkt, also wirklich in ihrer Religion lebende muslimische Frauen, die aber den Fokus auf das Äußere legen, und das ist dann die äußere Bedeckung oft, mit ihnen diskutiert man dann in der Hinsicht, weil sie dann sagen, ja Schwester, du weißt doch und so, man muss sich, ne? Also die verstehen zum Beispiel diesen spirituellen Wert nicht. Für sie ist die Identität ihrer Religion das Äußere. Yeah. Für einige ist es einfacher, durch das Äußere ihrer Religion zu leben. Für andere ist es einfacher, durch die Spiritualität. Also es ist wieder individuell, jede Frau und jeder Mann macht das anders. Ich bin eher der spirituelle Typ, würde ich jetzt vielleicht sagen, dass ich nicht den Fokus auf mein Äußeres. Also ich sage, für mich ist es auch, ich denke auch nicht, dass ich weniger muslimisch bin, nur weil ich einen Teil vielleicht nicht so praktiziere. Genauso denke ich nicht, dass die anderen weniger muslimisch sind, nur weil sie äußerlich, aber innerlich vielleicht gar eine Spiritualität fühlen. Da gibt es vielleicht Diskussionen, auch zum Beispiel bei uns, also wo man sich auch kennt und wo man auch das Innere des Menschen vielleicht irgendwie erkennt schon, gibt es da gar nicht Diskussionen an sich, so wie, warum machst du das nicht, so in Form von Druck, sondern eher ein Austausch. Wie ist denn das für dich? Oder, ne? Sie kann ja auch nochmal ihre Geschichte erzählen, ist auch nochmal sehr interessant. Ja, deswegen, aber man akzeptiert es sozusagen. Ja. Man kann es akzeptieren. Genau. Also es ist ja auch wichtig für mich, also im Vordergrund steht der Mensch. Ich habe ganz viele deutsche Freunde, die rennen mal mit Minirock rum, wenn sie dann bei uns sind. Ist auch nicht so schlimm. Ja, und ich finde, auch als wir uns kennengelernt, ich wusste ja so ein bisschen, wie sie tickt, sage ich mal, und was ihr Problem für sie persönlich ist. Und das ist dann nicht in Ordnung, wenn ich dann auch noch darauf drücke und sage, okay, du hast da eine Wunde, komm mal her, ich streue mal Salz rein. Sondern einfach, dass ich einfach sie lasse und sehe, sie hat da zu kämpfen und die Leute zu unterstützen. Natürlich redet man miteinander, es kommt darauf an, mit welcher Gruppe sie zusammen sind. Es gibt Frauen, mit denen kann man auch mal sagen, wie intensiv auch man befreundet ist und wie anvertraut ist. Es gibt Situationen, wo man sagt natürlich, willst du irgendwann mal deinen Kopftuch tragen, so wie wir jetzt uns unterhalten, ist ja wichtig. Aber für mich ist es so, ich sage mal, in zweiter Reihe ist es wichtig, aber trotzdem, dass jeder persönlich das entscheiden muss und dass man keinen Druck macht. In unserer Religion gibt es keinen Zwang. Deshalb ist es auch wichtig, dass man die Leute nicht zwingt, sondern ich habe ihr das auch irgendwann mal gesagt, du, es wäre schön, wenn du es irgendwann machst,
Aber das ist keine Entscheidung, weil ich hatte vor 13 Jahren kein Kopftuch, seit 40 Jahren in Berlin und weiß, wie es mit Kopftuch und ohne Kopftuch ist. Und deshalb verstehe ich auch, wenn sie sagt, ich bin noch nicht so weit, ich habe 10 Jahre gebraucht. Ich wollte, aber es hat einfach die Lebenssituation, es musste wirklich, es war dann die Zeit und dann war es auch in Ordnung. Und jetzt bin ich stolz, dass ich das nach 10 Jahren wirklich bewusst gemacht habe und danach auch Probleme hatte, wo ich dann gesagt habe, nein, ich mache jetzt das Kopftuch nicht ab. Und dazu stehe ich. Und so weit müssen die Jugendlichen und auch die Frauen sein, dass sie selbstbewusst sein und dass sie es von innen, von alleine, von der Religion aus machen und sagen, ich stehe dazu, das ist mein Wunsch, keiner hat mich gezwungen, weil bei mir war es umgekehrt. Ich hatte mein Kopftuch machen, war ein junges Mädchen und meine Mutter hat gedacht, die dreht voll am Rad. Du machst jetzt deine Ausbildung, du kannst eine erfolgreiche, selbstständige Frau sein und jetzt willst du einen Schritt zurück machen und alle denken, du bist blöd. So war es nämlich, als ich mein Kopftuch hatte, dann haben alle die Leute angefangen, sie nicht verstehen. Ich so, kann ich mal richtig reden? Aber ich bin nicht dumm und blöd und weiß nicht was. Weil das heißt Kopftuch, Putzfrau. Kopftuch, dumme Frau, anderthalb. Also dieses Bild von der Gesellschaft. Und es ist auch so. Und sie werden wirklich nicht auf Augenhöhe. Man redet nicht mehr. Also es war beim Bezirksamt. Ich wollte mein Kind anmelden, weil ich arbeiten wollte. Und sie musste ins Kindergarten. Und halt, so wie es ist, sie müssen einen Kindergartenplatz haben, sonst kriegen sie keinen Job. Sie kriegen aber keinen Kindergartenplatz, wenn sie keinen Scheinigung haben. Und sie haben mich behandelt, als wäre ich aus dem Mund. Wo ich dann gesagt habe, können Sie bitte anständig sprechen? Und dann hat sie sich entschuldigt und gesagt, warten Sie, stellen Sie gleich ran. Das hat nicht 5 Minuten gedauert, dann war ich drin. Und das kann es nicht sein. Und das ist natürlich schwierig für Frauen, die sich dafür entscheiden, wenn sie sowas hören. Und das ist ein kleines Beispiel. Ich hatte nun mit Kopftuch, Gott sei Dank, nicht so viele Probleme, wie viele junge Mädchen, die ich jetzt höre. Meine beiden großen Mädels, 17 und 15, die haben sich auch vor 2 Jahren, die eine und die andere gerade vor einem Jahr, ein Kopftuch entschieden. Und alleine in der Schule, alleine auch, ich bin auch im Landesfrauenvorstand der DITIB und auch in der Schäbig-Moschee, wir haben immer wieder Anrufe, Anfragen, Leute kommen und wollen mit uns sprechen, junge Mädchen, die ihre Ausbildungsplätze nicht bekommen, die rausgeschmissen werden, man sagt es denen nicht direkt, aber indirekt. Flüchtlinge, da kommen wir ja ran, Flüchtlinge und Frauen, junge Männer, die heiraten, ihre Frauen nicht zur Wohnungsbesichtigung mitnehmen, weil sie ein Kopftuch hat und die Wohnung nicht kriegen. Und jetzt kriege ich das mit den Flüchtlingsfrauen genauso. Also es ist nicht einfach, ein Kopftuch einfach aufzumachen und sagen, ich habe jetzt ein Kopftuch, ich bin Moslem, ich will dazu stehen zu meinem Glauben. Es erfordert wirklich mehrere Schritte. Man muss wirklich alles Mögliche. Wie geht die Familie damit? Wie geht das Umfeld um? Sind meine ganzen Freunde? Ich habe ganz viele deutsche Freunde gehabt, die Freunde sind, stehen zu ihm und sagen irgendwann nach einem Jahr, erste Mal haben sie gesagt, ich finde das total bescheuert, was du da machst, du tickst nicht richtig. Nach einem Jahr haben sie gesagt, also das Kopftuch passt nicht, das andere war besser und das passt mit der Kleidung nicht. Dann beraten sie, das sind dann die richtigen Freunde, die bleiben. Also es ändert sich wirklich der Umfeld, die Leute werden anders, das Arbeitsleben ist anders, sie kriegen keinen Beruf mehr. Ich habe am Telefon, das waren so 2, 3 Fälle, wo ich gesagt habe, okay, es hat wirklich was gebracht. Negatives. Dass sie gesagt haben, oh, sowas brauchen wir. Sie haben genau 2 Berufe, die wir in einem Beruf haben wollen. Und zum Bewerbungsgespräch haben sie gesagt, oh super, sie haben mehr Kopftuch, wir werden sie benachrichtigen. Ich habe nicht mal sprechen können mit dem Arzt. Und dann haben sie sich irgendwie Wochen später gesagt, was ist los? Ja, wir haben uns leider für jemand anders entschieden. Das ist dann, wo sie merken, okay, am Telefon hat sie gesagt, sie werden wir auf jeden Fall nehmen. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten für mich, womit ich einfach klarkomme und habe gesagt, okay, dann mache ich mich selbstständig. Aber für junge Mädchen, die gerade in einer Ausbildung sind, sie für ein Studium entscheiden, wegen dem Kopftuch, ihr ganzes Leben für die Zukunft versaut ist, wegen diesen paar Schritten oder keine Wohnung kriegen und heiraten wollen, sind das wirklich große Schritte. Und dann überlegen sie 2, 3 Mal, ob sie ein Kopftuch tragen oder wie sie es machen und werden damit auch wirklich nicht fertig. Ja? Also es ist nicht einfach und deshalb verstehe ich sie vollkommen und sage, okay, guck, wann du es kannst. Du musst damit leben, keiner kann dir dabei helfen. Wenn du sagst, das ist meine Schwäche, ist eine Stärke, dass man dazu das zugibt. Das ist ja auch so eine Sache, weil manche können es ja nicht mal zunehmen und sagen, nein, ich mache das und da und morgen. Nein, das ist so, wie es ist. Und im Glauben gibt es keinen Zwang. Das muss immer wieder, natürlich können die Männer viel erzählen
und über uns reden. Ich bin da auch immer wieder, da bin ich, eigentlich bin ich nicht feministisch, denke ich, aber ich bin doch dann sehr feministisch und sage, redet nicht über uns, ihr wisst nicht, wie es ist, weil die Frauen haben auch, die Männer haben auch eine Bedeckung. Die müssen sich auch selber dran halten, bevor sie uns irgendwas vorgeben, wie wir. Ja. Da gibt es eine Frage, ja. Wenn Sie das so darstellen, bin ich voll dafür und würde auch die Mädchen unterstützen, die so herangehen. Ich habe leider andere Erfahrungen gesammelt. Ich bin Lehrerin und habe eben gemischt, Mädchen und Jung. Und ich unterstütze die Mädchen, die selbstbewusst ihr Kopftuch tragen und auch das so begründen, wie Sie das begründet haben. Aber ich habe eben auch leider Mädchen, die sich angiften dann, die also von anderen Mädchen sie beschimpfen. Mit den, also da wundere ich, wie schnell die dann die deutschen Wörter gelernt haben. So, wir haben dann Aussprachen geführt mit allen, auch mit den Jungs und so. Und dann eben, und dann ist eben dieser unterschiedliche Meinung, so wie Sie sagen, bei uns gibt es keinen Zwang. Warum? Dann diskutieren sie also sehr schön untereinander. Warum willst du dann auf sie, auf deine Mitschülerin Zwang ausüben? Also untereinander diskutieren sie schon. Und wo ich ganz, ganz massiv kämpfe, ist gegen Väter, gegen Brüder, die ihre Töchter, Schwestern wirklich zwingen. Denn das, diese Realität habe ich erlebt. Jetzt ein Mädchen wollte mit zur Klassenfahrt, warum soll ich mitfahren, Ruppiner See? Ich darf nicht warten. Habe ich mit der Mutti diskutiert. Sie ist jetzt 12, diese Jahreszahl spielt, glaube ich, bei ihr eine große Rolle. Und jetzt mit einmal, vor kurzem noch war ich mit ihr schwimmen am Güterförder See, da war es überhaupt kein Problem. Jetzt mit einmal ist sie 12, darf nicht baden. Warum soll ich dann mit auf die Klassenfahrt gehen, wenn ich sowieso nicht baden gehen darf? Wir haben diskutiert, so, die Mutti hat sie dann doch bereit erklärt, okay, darf baden, so weiter. Ja, also diese Diskussion, und da ist es eben, zeig mir, wo es steht. Das sagst du oft, zu den Brüdern, zu den Vätern. Zeigen Sie mir bitte, wo das steht. Ja, so, da eiern Sie immer rum, Sie haben nie einen Koran gelesen, ne? Aber, ja, und das ist das, wo ich eben massiv die unterstütze und wo ich auch stolz bin, wenn sie Sport machen, dass sie dann schon mal das Kopftuch absetzen und dann ganz selbstbewusst auftreten. Und da, wenn wir durch Tedo gehen, mit 3 Mädchen, Schwestern, 4 sogar, Afghaninnen, so, und die Männer stieren schon. Ja? Sag ich so, wenn jetzt auf 3, 4, auf 4 drehen wir uns jetzt alle um. Rum, der hat vielleicht umgeguckt. Ja? Warum muss man Mädchen, nur weil sie ein Kopftuch tragen, warum muss man die so anstieren? Ja? Das müsst ihr einfach öfter machen, dass die merken, wie bescheuert das ist, dass sie euch angucken. Ja? Also, aber wie gesagt, damit habe ich Probleme, wenn eben aufeinander Druck ausgeübt wird. Und in Tätungenheim habe ich ganz massiv erlebt, auch in Stahnsdorf. Die Frauen kamen woanders her, ohne Kopftücher. Nach ein paar Wochen, mit einmal, hatten sie alle Kopftücher auf. So, auf die Frage, warum nicht gleich, ja, also da war es, dass sie vorher sich nicht getraut haben und jetzt, sag ich ja, ist okay, ja, aber bitte lasst eure Töchter die Entscheidungen alleine treffen und nicht, weil, und da gibt es so große Unterschiede, ja, da gibt es verdammt große Unterschiede, die Einstellung, ich bin an, das ist die Willkommensklasse für Jugendliche, an der Mühlendorf-Oberschule sind wir also, und ich habe also aus ganz verschiedenen Ländern, jetzt habe ich mehr nur Syrien und Afghanistan, aber wie gesagt, das sind meine Erfahrungen und ich habe auch wieder Männer, ich werde manchmal vorsichtig, wirklich durch meine Erlebnisse, so, ich habe eine Schülerin, eine Muslimin aus dem Kosovo, hat sie verliebt in einen Jungen, aus Mazedonien, ein Christ, er heißt auch Christian. So, die Eltern und die Mutter leidet drunter. Ja? Eltern haben sich von der Tochter losgesagt. Die Tochter hat jetzt ein Baby gekriegt,
Da habe ich der Mutti gestellt, ein Bild gezeigt, wie ihr Enkelchen aussieht. Der Papa ist so massiv, der hat die Tochter rausgeschmissen, abgetrennt. Übt Druck auf die Mutter, ja, dann frage ich mich, die sind garantiert aus solchen Gründen auch aus der Heimat weggegangen und machen es hier in Deutschland massiv mit der eigenen Tochter weiter. Und da komme ich in Schwierigkeiten, richtet sich nicht gegen, mehr gegen die Männer. Ist ja bei uns auch so, also nur ganz kurz, wir kennen ja diese Erfahrung auch, also in der Realität ist das ja sehr durchmischt. Also es gibt Mädchen, die werden gezwungen dafür. Es gibt Mädchen, die lernen das von klein auf so kennen und möchten es dann einfach gerne selbst machen. Und es gibt Mädchen, die machen das irgendwie Jahre später, also weil sie selber das möchten. So. Es gibt wirklich verschiedene Realitäten und was sie sagen, und das ist auch etwas, wogegen wir sind. Und eigentlich auch die, also alleine der Gedanke, wenn man islamisch daran geht, ist das ja ein falscher Gedanke, weil wenn wir sagen, kein Zwang im Glaube, dann hat das in keinem Bereich des Lebens eine Bedeutung eigentlich. Aber kulturell und traditionell bezogen gibt es natürlich, ist das ein großes Thema, dieses auch Unterdrücken und unterdrückt werden und ist jetzt nicht nur in den arabisch-türkischen Ländern so, wir haben das auch, in Deutschland haben wir das auch. Das ist einfach eine Sache, die aber nicht, also die muss differenziert betrachtet werden von der Religion, das wollte ich nur nochmal klarstellen. Weil diese Realitäten, die kennen wir natürlich auch und da sind wir ja auch hinterher. Wenn so etwas passiert, dann hat erstmal der Wert der Bedeckung keinen Sinn. Also der Wert der Bedeckung, das heißt das, was ich vorhin erzählt hatte, dieser spirituelle Hintergrund und alles. Und der geht automatisch verloren, wenn man dafür gezwungen wird. So wie ich auch den Wert verliere, wenn ich gezwungen werde, das Gebet zu tun oder irgendwelche rituellen oder spirituellen Dinge, die, wenn ich es freiwillig und nicht aus Überzeugung tue, gar nicht den Wert und den Sinn haben, den sie eigentlich haben sollten. Von daher ist das rein religiös betrachtet auch gar nicht vereinbar. Aber kulturell gesehen und traditionell bezogen kennen wir auch das Problem. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, man muss auch so ein bisschen gucken, was für eine Bildung die Leute haben. Ja, wenn die Leute gebildet sind, je mehr sie gebildet sind und auch ein bisschen was von dem Koran wissen, ich finde es gut, was sie da machen. Weil das mache ich und habe es meinen Kindern auch beigebracht. Wenn du jetzt irgendwie Imam oder irgendwie jemand dir das erzählt, dann sagt, die sollen dir das im Koranvers zeigen. Weil wenn die Leute das wirklich beweisen können, dann kann man sagen, okay, das steht da drin. Wenn die aber irgendwas erzählen aus irgendwelchen kulturellen Sachen, manchmal ist es ja, dass die Leute, ich weiß doch bei meinen Eltern oder auch die erste Generation, die sind hierher gekommen und dann waren die in ihren Gruppen, in ihren eigenen kulturellen Familien zusammen, hatten kaum Kontakt mit anderen. Und dann ist es so, oh Gott, wenn meine Tochter jetzt irgendwas macht und der andere sieht es mit, dann haben sie auch diesen Druck. Und die haben sich dann auch irgendwie nicht weitergebildet. Die sind in dieser Gruppe geblieben und haben in ihrer Welt da so zu lange gelebt. Wenn ich jetzt meinen Eltern vor einigen Jahren gesagt habe, kann meine deutsche Freunde kommen oder meine jüdischen Freunde kommen zu mir zum Essen, hat sie auch so dicke bist du, dass ihr euch mal regelmäßig, weil ich treffe mich dann regelmäßig, dann sind die auch mal zu uns, bei uns. Und es ist für die so unverständlich. Okay, man könnte Freunde haben, aber so intensiv, so dass man sagt, okay, das sind irgendwelche Freunde. Und nicht, dass wir uns regelmäßig, das ist für die fremd. Es ist nicht böse, aber das kennen sie nicht. Und genauso ist es auch mit diesen Mädchen. Der Vater hat wahrscheinlich kulturell, in der Familie, in den Gesellschaften diesen Druck. Ich denke, wenn man so wirklich tief im Innersten guckt, tut dem der Vater auch die Seele weh und es ist sein eigenes Fleisch und Blut. Aber der kommt da aus seinem Stolz nicht raus. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Ja? Und deshalb muss man da anders rangehen. Für sie ist es natürlich Außenstehende, die deutsche Frau, die will, da werden sie nicht viel tun können. Aber da mussten wirklich Muslime mit da rein, die Leute müssen aufgeklärt werden. Das machen wir ja bei uns in den Gemeinden auch sehr viel. Wenn Frauen kommen, dass wir gucken, okay, wie können wir das lösen? Kann ich was tun? Ist das jetzt von mir oder muss der Imam hin? Oder wer kann da sie unterstützen? Wir haben auch diese Vorteile, dass man sagt, okay, ich habe mich in Deutschen verliebt oder ich habe mich Araber-Türken verliebt. Das ist jetzt auch eine sehr große Mischung und das passiert ganz oft. Das ist so und das muss man akzeptieren, wo die Liebe hingeht. Darf ich kurz einhaken? Ich würde ganz gerne trotzdem noch ein bisschen tiefer reingehen wollen. Weil das ja auch einer der Punkte ist, die in der Debatte relativ häufig eine Rolle spielen.
Das ist die ganze Frage. Das Hörgerät. Das ist die Frage, also welches Frauenbild hat eigentlich der Islam und sind Frauen unterdrückt? Also wenn man die Geschichten hört, ne, und so. Also da würde mich schon euer Blick nochmal drauf interessieren. Und dann spielt wahrscheinlich eine Rolle, wie ist es in den einzelnen Kulturen, einzelnen Ländern, und welche Rolle spielt da Religion? Das würde mich schon nochmal interessieren. Von der islamischen Geschichte her, wo ist Islam eigentlich entstanden quasi? Auf der arabischen Halbinsel. Und wenn man die Situation betrachtet aus der islamischen Geschichte heraus, wie war die Situation der Frauen und der Mädchen in dieser Zeit, bevor Islam eigentlich da aufgetaucht ist? Die Frauen hatten und die Mädchen, also Mädchen wurden ja zum Beispiel lebendig begraben, sie wurden als Schande angesehen, wenn sie auf die Welt gekommen sind, wenn man herausgefunden hat, es wird ein Mädchen oder so, oder ein Mädchen wurde auf die Welt gebracht, dann war das eine Schande für die ganze Familie. Wir kennen das teilweise, dieses Denken auch noch immer noch auf der Welt. In bestimmten Ländern gibt es das immer noch. Und so in diesem Verhältnis war das früher auch. Und Frauen wurden einfach beschnitten oder also sie wurden nicht mit Wert bestückt. Sie hatten keinen Wert. Sie wurden auch untereinander ausgetauscht, sie wurden auch verkauft, also als ob sie eine Ware waren. Und dann ist in diese Region quasi, dann ist der Prophet Mohammed als Prophet, bestimmt worden quasi. Und dann kamen die ganzen Offenbarungen, die wir ja auch aus anderen Religionen schon kennen. Und der Frau wurde dann ein Wert zugeschrieben. Und zwar die Gleichwertigkeit, also in erster Linie, Sie wissen vielleicht, ne, es gibt auch heutzutage noch Debatten, ob die Frau überhaupt ein Mensch ist, also ein eigen vollwertige Person. In unserer Zeit gibt es, da gibt es ganz kranke Geschichten, aber das gibt es. Und ihr wurde ein Wert zugeschrieben, die Gleichwertigkeit von Frau und Mann. Ist durch die Religion da hingekommen in diese Region. Und aber dass sie gleichberechtigt, also gleichwertig ist vor Gott. Sie ist Schöpfung, so wie der Mann auch. Sie ist, das heißt, aus dem Mann, also aus eins sind sie geworden, dann zwei. Ne? Also es wurde nochmal klargestellt, dass die Frau nicht irgendwas ist, sondern auch ein Geschöpf. Und dass sie auch dementsprechend behandelt werden muss und auch ihrem Wert dementsprechend zugeschrieben werden muss. Und dann sehen wir anhand des Lebens des Propheten und wie er mit den Frauen und mit seinen, also er hat ja sehr lange, 25 Jahre lang, hat er mit einer Frau zusammengelebt, hatte er eine Ehe quasi mit ihr. Dann ist diese Frau verstorben und dann später hatte er die mehrere Frauen, teilweise waren das dann eher Zweckehen, da waren ja verschiedene Frauen darunter, da waren dann geschiedene Frauen darunter, jüdische Frauen waren darunter, ältere und junge Frauen, also ganz gemischt waren seine Ehen, diese Zweckehen in dem Sinne, was wieder den Hintergrund hat, dass später, wenn jetzt zum Beispiel Muslime, Männer, haben immer einen bestimmten Anspruch an eine Frau. Ja, sie muss so und so sein, sie muss Jungfrau sein, sie muss das sein, sie muss das. Das zeigt eigentlich nur, dass jede Frau als Ehefrau gültig ist in dem Sinne, weil man sieht es an dem des Propheten, er hat diese Vielfalt gezeigt und das mit einer bestimmten Absicht auch. Damit man nicht sagen kann, der Prophet hatte auch nur so und so, sondern auch der Prophet hatte so und so. Deswegen, eine geschiedene Frau ist genauso viel wert wie eine nicht geschiedene Frau. Verstehen Sie, das sollte so ein bisschen klar gemacht werden. Und wie hat der Prophet seine Frauen behandelt? Er hat sie immer, er sagt auch, der beste Muslim, also der beste der gläubigen Muslime ist der seine Frau quasi auf Händen trägt, würde man auf Deutsch übersetzen. Ne? Der sie am besten behandelt. Oder wenn es so Aussprüche gibt, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Jetzt nicht bildlich wieder vorstellen, aber die Mutter, ne, die Frau, jede Frau ist irgendwo Mutter, jede Frau hat eine Mutter, die Frau an sich hat so einen hohen Wert, dass so ein Spruch oder so ein Ausspruch gegeben wird über sie.
Deswegen denke ich, oder sie vervollständigt quasi den Glauben ihres Mannes, wenn man über die Ehe spricht. Dann ist die Frau die Hälfte des Glaubens. Also so bestimmte Dinge zeigen nochmal, was für einen Wert eigentlich die Frau in der Religion hat. Und was damit weggetan wird. Und zwar dieses kulturelle, traditionelle Denken in der damaligen Zeit. Das aus der islamischen Sicht mal. Aber, was Sie jetzt auch sagen, ne? Wie ist die Realität? Leider haben wir eine, also das klingt immer so komisch, aber wenn man sagt, wir haben eine männerdominierende Welt, ne? Männer bestimmen sehr viel. Und das merken wir in bestimmten Kulturen. Und Sie selber sagen, das haben wir auch in Deutschland gehabt, ne? Wo lange die Frauen gar nichts machen durften. Auf einmal haben sie sehr lange gekämpft für ihre Rechte vor allem. Und es ist immer noch teilweise so, ne? In bestimmten Bereichen sind genau. Nicht Frauen. Genau. Ganz kurz, ja, möchte ich so anknüpfen. Und die erste Frau von unserem Prophet war Jungfrau, die einzige. Ja, was bei uns immer so, oh, die müssen alle Jungfrau sein. Und sie war Geschäftsfrau. Ja, er hat mit der Wirtschaftskraft, die war wirklich... Die war richtig gut und hat mit Männern gearbeitet. Und das muss man, das wird so immer so Nebensatz gesagt. Das ist kein Nebensatz. Die hatte richtig ganz viele Männer, mit denen sie gearbeitet hat und über denen. Und eine erfolgreiche und reiche Geschäftsfrau war sie. Ja? Das darf man auch. Und die Mutter, die wird dreimal erwähnt. Mutter, Mutter, Mutter und dann kommt der Vater. Mhm. Also wie wertvoll die Frau eigentlich ist. Das sind immer so Sachen, das, ich merke immer, dass die Männer immer so, immer was so... Gutes, es wird immer ins Vordergrund gestellt, leider, in allen Ebenen aber. Und diese anderen Sachen werden so als Zweitrang oder Nebensätzen gesagt. Da müssen aber die Frauen einfach mal gucken, wo sind unsere Rechte? Wir haben so viele Rechte. In Islam gibt es so viele Rechte und als der Prophet kam, kamen auch sehr viele Rechte und die Frau wurde sehr wertvoll. Und die müssen wir aber für uns selber irgendwie auch zeigen und erkämpfen, auch in der Gesellschaft. Leider ist es natürlich in manchen Kulturen, manchen Gemeinden, es ist leider noch immer noch so, aber es ist auch allgemein in Deutschland ein Problem. Ja, die ganzen wichtigen Positionen, wo sind dann die Frauen? Gott sei Dank, Frau Merkel, oh. Also als ohne wir, Partei. Also wir haben das, ja, wir haben das überall auf jeden Fall. Sie haben auch, das kommt aber durch diese Tradition der Männer, wo sie sich einfach die Rechte zum Beispiel, sie nehmen sich die. Und leider, es liegt dann auch ein bisschen an den Frauen, weil sie es nicht zurück sich ihr Recht nehmen. Und in erster Linie liegt es vielleicht daran, weil sie vielleicht nicht wissen, dass sie diese Rechte haben. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir Pärchen oder so haben, teilweise wenn zum Beispiel um konvertierte Frauen und Männer geht, dann wissen die Männer natürlich alles über ihre Religion, über ihre quasi neue Religion, was die Wertigkeit von sich selbst angeht. Aber was deren Frau angeht, wissen sie meistens gar nicht. Und die Frauen, die neu zum Islam kommen, lernen an meister Stelle von ihrem Mann, weil der Mann, sie denken mal, der Mann weiß schon so viel und will mir das dann auch beibringen. Den Frauenpart skippen die einfach komplett, weil sie sich nicht damit auskennen. Sie wissen nicht vielleicht, dass die Frau diese und diese Rechte hat, dass die Frau auch selber sprechen kann, dass sie nicht 20 Meter hinter dem Mann laufen. Also es gibt bestimmte Klischees, das sage ich jetzt so fest, weil es gibt sie in der Realität wirklich. Kulturell bedingt gibt es sie. Aber sie sind nicht in der Religion verfestigt. Das wollten wir jetzt eigentlich nur noch mal darstellen. Weil die Rolle der Frau in der Religion ist sehr hoch. Sie ist nicht über dem Mann, sie sind gleichwertig, aber sie ist gleichwertig. Und in der Kultur aber ist es nicht oft so. Und dann gibt es wieder dieses, weil es gibt Männer, die wollen unterdrücken und es gibt Frauen, die lassen sich dann auch unterdrücken, weil sie vielleicht nicht sich dieses Recht erkämpfen wollen, weil sie vielleicht nicht wissen, ob sie es machen können oder nicht, weil sie auch nicht, die Bildung ist jetzt wieder ganz wichtig, in vielen Ländern fehlt einfach auch die Bildung für die Mädchen, dass sie überhaupt dieses Selbstbewusstsein entwickeln können. Und wenn die Religion diese Stellung der Frau nicht hätte, ich glaube, wir würden nicht, also wir sind vielleicht zu... nicht selbstständig, aber wir sind zu selbstsicher oder selbstbewusst vielleicht, dass ich würde dann meinen Platz nicht in dieser Religion finden, wenn es nicht so wäre, in der Grundeinstellung. Aber die Kultur natürlich zeigt mir auch, dass da kulturelle und traditionelle Dinge ein bisschen schief laufen, da muss man auch gegenwirken, aber nicht auf die Religion das basieren zum Beispiel. Ja. Viel gequatscht. Wir hatten ja, also Beate hat ja vorhin so ein bisschen das Beispiel gebracht, dass Flüchtlingsfrauen herkommen, vorher sich nicht bedeckt haben und es dann hier tun. Könnt ihr das irgendwie erklären?
Ich arbeite seit einem Jahr mit geflüchteten Frauen ehrenamtlich und jetzt seit Februar haben wir so ein Projekt und wir haben einen Frauencafé jetzt auch. Ich kann das jetzt nicht bejahen, muss ich sagen. Ist eigentlich umgekehrt, dass die Frauen, ich weiß jetzt nicht, was sie meinen, kann vielleicht sein, aber ich habe eigentlich das Gefühl, die Frauen kommen, die sind so halb verschleiert und kommen hierher, voll traumatisiert und fragen mich, wo kann man Kopftücher kriegen, wo kann man bestimmte Sachen kriegen. Vielleicht ist es ein Grund, ich weiß es nicht. Dann, dass sie einfach jetzt mit richtigen Kopftuch, sag ich mal, mit so wie ich, sondern nicht mal halb geschleiert, sondern richtig kommen mit Kopftuch in die Moschee. Ich weiß jetzt nicht, ob es da dran liegt. Das sind alles Tschetschenen. Okay. Und ich habe sie noch nicht gefragt. Also ich meine, ich kann sprechen mit ihnen Russisch. Ich akzeptiere okay, es einfach. Ich akzeptiere es. Aber eben, wo ich dagegen halte, ist, wenn sie ihre Töchter zwingen wollen. Wenn sie freiwillig, die eine Tochter hat mir klipp und klar gesagt, wenn ich 12 bin, ich warte schon drauf, dann okay, dann ist es die eigene Entscheidung und alles. So, und die hat das wunderschön begründet. So, aber wenn die andere weint und ich ja, muss und so, ja, dann halte ich mit, helfe ich ihr mit. Sie ist noch nicht so weit, bitte zwingen Sie nicht und so weiter. Ja, das kann man auch. Aber das waren alles Tschetschenen. Ja. Es hat auch vielleicht ganz kurz noch was damit zu tun, wenn man hierher kommt, aus einem anderen Land hat man ja auch ein bestimmtes Bild von diesem Land, wo man hinkommt. Und man hat vielleicht auch ein bisschen Angst, also man will ja hier vielleicht, entweder will man, es kommt ja darauf an, warum man hierher kommt, ne? Und wenn man will nichts tun, damit man sofort wieder raus zurück muss. Und vielleicht will man sich in erster Linie hier erstmal anpassen, weil man weiß, hier ist nicht das üblich. Und wenn man sich dann hier ein bisschen auskennt, deswegen macht es vielleicht ein bisschen Sinn dann, dass man jetzt weiß, ach, hier sind auch verschleierte Frauen zum Beispiel. Ich kann also auch mein Kopftuch tragen. Es kann auch dieser Gedanke sein, weil man muss immer denken, die kommen mit dem Gedanken Flucht. Also die meisten kommen damit mit auch einer Angst traumatisiert und wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist manchmal. Ne? Und deswegen auch diese Halbverschleierung dann vielleicht gar nicht, dann wieder doch voll. Sie sind ja in einem psychisch nicht ganz stabilen Situation auch. Das muss man auch vielleicht nochmal beachten. Also ich habe jetzt eine Familie, die aus Russland, Tadschikistan kommt. So, bei ihr ist es so, sie sind hierher gekommen, weil die Dame, sie hatte auch einen ganz lockeren Kopftuch, jetzt hat sie mich letztens eingeladen, aber man hat sie so richtig verschleiert. Habe ich auch erst überlegt. Dann habe ich mit ihr gesprochen, dann meinte sie, in Russland durften wir kein Kopftuch tragen. Ja, sie ist hierher gekommen, was mir für mich auch ganz neu war. Ihr Sohn ist jetzt 16, wird, wenn es 18 ist, darf es auch kein Bart tragen. Gibt es auch Ärger. Also es sind so, wo ich denke, okay. Und aus diesem Grund sind die nach Deutschland gekommen. Ja? Und sie hatte richtig Angst, dass wenn ihr Sohn 18 ist, dass sie da Probleme kriegt und nicht in die Schule kann. Und jetzt ist er hier und jetzt will er hier zur Schule gehen und studieren. Das ist eine Frau mit 9 Kindern. Ja? Und eigentlich macht die einen sehr selbstbewussten Eindruck mir und ist fit. Also ich kann da nicht sagen, sie ist jetzt irgendwie gezwungen worden oder so. Natürlich gibt es diese Fälle, was sie erzählen, leider. Ja? Und da denke ich mal einfach, da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Und die Bildung, okay, wenn man was machen kann, ist gut, wenn nicht, muss man wirklich die Leute aufklären. Ja, und sagen, wie das in unserem Glauben ist. Ist auch schwieriger, je älter die Generation ist, ist auch schwieriger, dieses Denken irgendwie wegzubekommen. Man arbeitet dann eher mit den Jugendlichen. Also so machen wir es auch, dass wir eher die Jugendlichen aufklären, weil die Generation ist jetzt da und hat dieses Halbwissen, das sie ja auch nur von ihrer, ist ja wie Stille Post, ne? Jeder gibt seine Religion so ein bisschen weiter, aber jeder hat nicht das volle Wissen vielleicht und niemand sagt, du musst dich auch weiterentwickeln. Nicht mein Wissen ist das Vollkommenste, sondern man sagt immer, ich gebe dir das jetzt so weiter und die Jugendlichen nehmen das, wie es in der Familie ist, auf und denken, das ist ihre Religion. Da fehlt aber ein großer Teil und sie sind irgendwie nicht sich bewusst, dass sie sich auch weiterentwickeln müssen. Dass auch eine Pflicht ist, in der Religion sich weiterzuentwickeln, weil du kannst nicht sagen, ich bin das und das, obwohl du nichts anderes kennst, außer das Zuhause, also was zu Hause praktiziert wird. Und wenn du, das war bei mir zum Beispiel auch so, ich habe sehr lange, ich bin zwar in einer islamischen, oder meine Eltern sind zwar Muslime, aber sie haben auch dieses Wissen, was sie nur mitbekommen haben. Und ich habe außerhalb von meiner Familie gar nicht ein islamisches Umfeld oder so etwas gehabt und bin erst vor 5 Jahren das erste Mal in einer Moschee gewesen in Deutschland, weil ich davor nichts damit zu tun hatte. Ich dachte, das, was zu Hause ist, das war's. Und ich war aber immer sehr stolz, weil
in einem bestimmten Altersabschnitt sucht man auch nach einer bestimmten Identität. Und wenn man so zwischen Deutsch, Türkisch dann auch noch hin und her ist, dann festigt zum Beispiel, bei mir war das die Religion, wo ich mich sehr dran geklammert habe. Und das Halbwissen, was ich genommen habe, habe ich immer als Identität, also das war wirklich so meine religiöse Restidentität, mit gar keiner Grundlage. Wenn man mich gefragt hat, was Islam bedeutet, keine Ahnung. Wenn man mich fragt gehabt, warum sollen wir das beten tun, ich wusste es nicht. Ich wusste nur, das will ich behalten in meiner Identität. Und erst später, wie gesagt, vor 5 Jahren, habe ich quasi mich mit allen monotheistischen Religionen für mich beschäftigt und habe dann gesagt, okay, Islam ist meine Religion anscheinend. Ich sehe das auch als Wahrheit an und kann jetzt auch überzeugter sagen, dass ich Muslima bin, weil ich bestimmte Dinge auch verstanden habe. Viele Jugendliche sind noch auf diesem Stand, wo sie sagen, wenn ich frage, warum bist du Muslim, dann kommt immer die Antwort, naja, weil meine Eltern sind doch. Also sie wissen selbst gar nicht, worum es geht. Und deswegen, dieses Halbwissen wird immer weitergegeben. Und ich denke, man muss viel mit den Jugendlichen arbeiten in dieser Richtung, weil sie können nur die Zukunft ein bisschen dann vielfältiger verändern. Bei den Eltern ist es immer, ist nicht so, dass man damit nicht arbeiten soll, aber es ist sehr, sehr viel schwieriger, weil sie auch sehr eng, also stur manchmal einfach auch sein können, ne? Weil so wie sie es mitbekommen haben, möchten sie es, sie lassen sich auch da nichts sagen. Wenn ich mit einer älteren Person spreche, dann ist es erstmal, es hat was mit der Kultur zu tun, dass manche Jüngere gar nicht akzeptieren in ihrer Meinung. Egal, was die Jüngeren sagen, ich bin die Ältere, du kannst mir nichts erzählen, gibt es ja auch dieses Denken. Ne? Also es ist immer schwierig. Also kennen wir ja auch in unserer Kultur hier in Deutschland. Deswegen muss man gucken, wo kann man anknüpfen, wo kann man auch wirklich was bewirken oder was verändern. Wir sehen jetzt quasi auf jeden Fall das Ziel bei den Jugendlichen, dass man sie ein bisschen zum Nachdenken anregt und zum Hinterfragen. Und manchmal klappt das, glaube ich, ganz gut, sodass sie das dann auch ein bisschen, und sie können das auch in ihrer Familie dann ein bisschen verändern. Wenn die Verbindung gut ist zwischen den Eltern, dann, bei mir hat es dazu gewirkt, dass meine Eltern ein bisschen religiöser geworden sind auf einmal, dass sie dann auch das noch ernster vielleicht genommen haben. Also so kann man auch das bewirken irgendwie. Von innen heraus quasi. Das ist, glaube ich, gar nicht, also das ist ja bei uns auch so, man ist evangelisch, weil die Eltern evangelisch waren, aber man hat sich ja auch nicht damit beschäftigt. So, das ist, glaube ich, zieht sich wahrscheinlich durch alle Länder und durch alle Kulturen. Genau. Ja. Aber daher kommt das, ne? Egal in welchem Bereich, egal welche Religion, durch dieses Unhalbwissen kommen dann bestimmte Missverständnisse oder fälschliche Bilder vielleicht einfach zustande. Ne? Und dann denkt man, weil wir manchmal auch nicht so viel hinterfragen, das ist es dann. Und dann pauschalisieren wir es halt auf alle Jugendlichen, auf alle Muslime, auf alle Christen, auf alle Juden und das ist, oder auf alle Ausländer. Also ne, diese Bilder kommen dann durch dieses Nicht-Mitdenken, Nicht-Hinterfragen entstehen dadurch. Wenn ihr keine Fragen habt, ich habe noch. Erzähl bitte. Ich habe eine Frage. Also ich bin ja Politikerin und wir reden oft über die Frage der Kleidervorschriften. Aber ganz selten ergibt sich so eine Gelegenheit, mit Frauen zu reden oder auch mit Muslimen, auch mit Männern. Ich persönlich ganz selten Gelegenheit. Und ich habe so eine Frage, die mich umtreibt. Ich wüsste gern selbst, wie das ist, Kopftuch zu tragen oder sich zu verschleiern. Aber ich habe Scheu davor, das zu machen. Ich habe zum Beispiel in Gera erfahren, Frauen mit Kopftüchern wurden dort bedroht von Jugendlichen. Tagtäglich, die gehen über bestimmte Bushaltestellen nicht mehr oder nicht mehr alleine, nur noch mit ihrem Mann oder Sohn oder Bruder. Ich komme aber mit den Frauen nicht ins Gespräch, weil die nicht mit mir reden möchten. Und eigentlich möchten wir gerne eigentlich auch mal also mich so anziehen wie sie und diesen Weg gehen. Aber ich finde das ungehörig. Und deswegen wollte ich mal Ihre Meinung dazu. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Dame kennengelernt, die hat von einer anderen deutschen Dame, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, erzählt, was ich ganz toll fand und interessant. Sie hat einen Tag mal das Kopftuch angemacht und angelegt und ist mal so in der Stadt rumgelaufen mit einer anderen Freundin, um einfach zu erfahren, wie es ist mit einem Kopftuch und wie die Leute darauf reagieren, und war an verschiedenen Orten und hat so Verschiedenes versucht, weil sie das jetzt gerade ansprechen, was ich total interessant und witzig fand. Und meinte sie, jetzt verstehe ich die Leute, die mit Kopftuch sind, was sie alles erlebt hat und wie unmöglich sie die Leute fand, was sie auch angepöbelt wurde. Das ist schon eigentlich eine tolle Aktion, was sie gemacht hat, und ich glaube, das würde ihn keiner schlecht heißen. Oder ja, ist,
dann habe ich gedacht, ja, eigentlich könnte man das jedem empfehlen. Jeder sollte mal, damit die Leute, wenn man es nicht macht, kann man es nicht nachempfehlen. Ich weiß, ich war 19 oder 20, als ich dann mein Kopftuch ranmachen wollte und meine Mutter entsetzt war, wo ich dann gedacht habe, was ist denn mit der los? Wir sind Moslem, denke ich. Sie hat kein Kopftuch gehabt. Sie hatte in der Türkei ein Kopftuch, so ein leichtes. Als sie herkam mit der Arbeit, sie hat im Krankenhaus gearbeitet, dann hieß es, darf sie nicht, dann hat sie es abgemacht. Sie konnte kaum Deutsch, sie hatte sowieso Schwierigkeiten, dann hat sie natürlich gesagt, okay, dann muss ich muss arbeiten, also mache ich das Kopftuch ab. Sonst hätte sie das nicht gemacht. Und hatte dadurch, habe ich aber später dann erfahren, so für mich als erwachsene Frau, mit 20 denken sein, sowas im Denken, was will die von mir? Sie soll doch froh sein, dass ich jetzt als Muslime mich dafür entscheide. Aber sie hatte so eine Ängste und damals hieß es, oh Gott, die Extremisten, da bist du irgendwelchen Gruppierungen drin, ne? Wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt verstehst du. Sie hatte Angst, dass ich meinen Beruf nicht machen kann, dass ich irgendwie nicht weiterkomme als Frau, selbstständig und auf den Füßen stehen kann. Jetzt verstehe ich sie und merke, okay, das war das Problem. Und als ich erst das Kopftuch ran hatte, habe ich wirklich gemerkt, wie schwierig und was für Schwierigkeiten sie haben. Aber andererseits habe ich auch sehr Positives erlebt, wo man immer gesagt hat, oh Gott, die Männer sind voll unhöflich und voll schlimm. Im Gegensatz, ich kann nur Positives über die Männer sagen, muss man auch mal sagen, weil ich so negativ. Total höflich, mir wurden immer die Türen aufgemacht, die große Schwester, also sie haben auch dieses Bild von viel. Und es ist auch so, dass sie, wenn sie ein Kopftuch haben, sind die Männer distanzierter zu ihnen. Ja, mit Kopftuch würde sie einen Mann eher anmachen, sage ich mal, ohne Kopftuch. Wenn wir jetzt mit Freunden da waren, die halt kein Kopftuch haben, ich habe viele Freunde oder auch junge Mädchen, dann gucken sie ganz anders als bei mir. Bei mir trauen sie sich das eher weniger und haben eine Distanz. Ja? Also es sind so, für mich ist das was Positives, vielleicht sagen manche warum, denn ich finde es gut. Das muss auch jeder für sich wissen. Ich fand es eher angenehm. Ich habe auch mit den Flüchtlingen, ich bin seit einem Jahr ununterbrochen mit Geflüchteten. Bis jetzt hat mich kein Mann angemacht. Ja? Die sind eher höflich und fragen, ob sie helfen können. Das ist für sie so, dieses Kopftuch ist, glaube ich, auch für viele so, die große Schwester, die Mutter, dieses Bild haben sie auch. Nicht immer. Leider haben wir auch einige junge Mädchen, die mit Kopftuch sind und anders rumlaufen, was natürlich nicht religiös ist, was auch meine Kollegen jetzt erzählt hat, denke ich. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen, vielleicht ist es eine Entschuldigung, aber für mich ist es so, das sind junge Mädchen, genauso wie andere junge Mädchen, Christen, Juden, Muslime, egal, die sind voll in der Pubertät, die probieren sich aus. Auch wenn sie das Kopftuch tragen und sagen, ich bin Moslem, haben sie trotzdem die ganz engen Sachen an und wollen gucken, irgendwie schmeichelt das ja ein. Und das ist dieses innere Gefühl, wo man sagt, okay, das ist auch unsere Religion. Ihr müsst gucken, dass ihr da auch mit euren inneren, einem anderen Schweinemund für euch selber so guckt, was mache ich jetzt? Ist das meine Religion oder probiere ich mich aus? Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ja? Und die sind auch in dieser Pubertät. Das ist so, die probieren das aus. Das hat jetzt nichts mit ihrem Glauben zu tun. Die weiß vielleicht, dass es nicht richtig ist, aber sie kann das noch nicht. Da haben wir auch so Bilder, wo manche sagen, also ich weiß noch, unser deutscher Familienfreund sagte, ich finde es ja toll, dass du es dich entschieden hast, ich finde das nicht in Ordnung. Aber wenn ich die jungen Mädchen sehe, wie eng und wie, das ist doch nicht richtig. Ich so, ja, es ist auch nicht okay. Aber wenn die ganz jung sind, mit 16, mit 12, die sind genau in so einer Phase, sich selber zu finden. Komme ich in den Islam? Ich habe auch echt, meine großen Kinder waren in einem evangelischen Kindergarten und meine jüngste jetzt im katholischen Kindergarten. Da bin ich auch in die Schule gegangen, in die Kirche einmal in der Woche, auch mal sonntags, weil die da drinnen waren und geguckt haben. Und in die Moschee gegangen mit Kopf und ich dachte, wo gehöre ich denn hin? Was bin ich? Bin ich Moslem oder Christ? Entweder bin ich richtig Christ oder bin ich richtig Moslem? Und für mich selber geguckt habe und gesucht habe einfach nach meiner Identität. Und das war so für mich der dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich dann meinen Opa verloren habe, meinen Cousin verloren habe, einen alten Menschen, einen jungen Menschen, die für mich wichtige Person war, wo ich gedacht habe, okay, und das war so für mich, wo ich mich selber gesucht habe und gefunden habe und mich dafür entschieden habe. Und ich glaube, das ist auch bei diesen jungen Mädchen natürlich, wenn die Eltern da Druck machen, ist es nicht in Ordnung, aber die finden sich und suchen, was richtig ist.
probieren Sie es aus. Ich würde es auch, wollte ich gerade sagen. Also ich denke, ich war einmal auf dem Weg zur Moschee, weil es ein besonderer Feiertag war, dachte ich, gut, ziehst du mal das Kopftuch vorher an, weil ich, wenn ich es einmal so rummache, dann sitzt es halt auch nicht gut. Wenn man es aber so fertig machen will, dann dauert es ein bisschen. Und dann habe ich es zu Hause gemacht, damit ich es dort nicht in der Hektik machen muss und bin den Weg von mir bis zur Moschee gefahren. Das war für mich Aufregung pur, weil das, ich bin das jetzt nicht gewohnt in Deutschland. Irgendwo anders ist kein Problem, hier ist es sehr ungewohnt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich werde angeguckt. Also ich hatte echt so ein, es war sehr ungewohnt. Und man hat auf jeden Fall eine Wirkung, eine andere Wirkung. Und es ist interessant auf jeden Fall. Also, und wir haben ja auch viele zum Beispiel deutsche Konvertierte, die sich dann auch immer, deswegen meinte ich, jeder muss selber entscheiden, was für ihn am leichtesten fällt an der Religion. Und für die meisten Konvertierten ist es einfach, sich etwas drüber zu ziehen. Die definieren dann am Anfang erstmal das Äußerliche. Haben noch nicht die Spiritualität vielleicht gefunden oder das Wissen, aber sie wissen, eine Bedeckung ist auch eine Vorschrift und deswegen, und das fällt mir gar nicht so schwer, deswegen mache ich das. Also deswegen muss man gucken, wer lebt gerade mit welchem Sinn seine Religion. Einige mit Herzen, einige mit den Strukturen, die es gibt, mit den Regeln und immer ein bisschen individuell. Und die haben dann zum Beispiel, dann, ne, sind sie Deutsche vielleicht und haben dann das Kopftuch an und ist auch für die Deutschen dann nicht so ein... wie sagt man, ein, es ist doch auch wieder ein fremdes Bild, weil es ist eigentlich für die egal, ob es Deutsch, Türkisch, Arabisch oder wer auch immer hinter diesem Kopftuch steckt, das Tuch ist immer noch das Befremdliche irgendwie. Wobei es, ne, den Menschen an sich ja nicht verändert eigentlich. Also ich sage auch immer gerne, wenn ich das so zeige, ich bin mit Tuch wirklich so und so, mit, ohne Kopftuch wirklich so und so, aber ich bin ja immer noch dieselbe Person eigentlich. Ich ändere mich in meinem Wesen ja nicht. Deswegen dieser Fokus immer, was ich sage, auf das Wesen der Menschen vielleicht ein bisschen tun, damit wir nicht als oberflächlich auch uns selber abstempeln irgendwie. Ne? Ich selber habe auch bestimmte Abneigungen manchmal, das ist ganz menschlich, glaube ich, aber wir sollten vielleicht immer darüber nachdenken, ist das vielleicht jetzt so klug, diesen Menschen aufgrund der Äußerlichkeit so zu bewerten oder so zu verurteilen, oder lerne ich diesen Menschen vielleicht erstmal kennen und danach beurteile ich den vielleicht auf irgendeine Art und Weise. Deswegen auch ein cooles Experiment, also würde ich mal so sagen, wenn man sich ein bisschen natürlich überwinden kann über diese Sachen. Ist nicht so einfach, denke ich. Ich fange jetzt schon mehrmals an, die auch also Diskriminierung von ich sag mal, Kopftuchträgerinnen. Da würde mich einerseits interessieren, wie eure Erfahrung ist, oder euer Eindruck ist, also tragen damit die muslimischen Frauen auch einen Teil dessen weg, was sozusagen in dieser Gesellschaft gerade los ist. Also wir haben ja schon seit der Flüchtlingsbewegung auch im vergangenen Jahr eher schon eine polarisierte gesellschaftliche Situation. Also hat sich da was verändert seitdem? Also sind Diskriminierungen stärker geworden mit, also jetzt auch, also ich sag mal, AfD, Pegida und Co., die ja schon sehr, sehr bewusst auch in den politischen und gesellschaftspolitischen Diskurs die Islamfeindlichkeit ja spielen. Also merkt ihr das im Leben, dass sich da was verändert hat? Oder ist es eigentlich wie immer und vielleicht nur ein bisschen anders oder so? Also ich finde schon, also jetzt für mich persönlich in dem Fall, dass ich sage, okay, mich hat bis jetzt, kann ich nicht sagen, habe ich jetzt keinen, für mich ist es gleich geblieben. Aber so im Umfeld, in den Gemeinden oder wenn man so, da ich durch mit Flüchtlingen auch arbeite, was ich da sehe, ist es schon erschreckend. Auch in den Moscheen, jetzt war vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, in Dresden wurde eine, wie haben Sie versucht, die Moschee, wie sagt man, was haben die da reingebracht? Monotop. Ja. Und jetzt in Hamm, glaube ich, habe ich auch letztens einen Nachricht, da haben sie überall auch Ausdrücke, Wände verschmiert und richtig hat das Muslime raus und auch weiß nicht, was sie wirklich gerade zusammen, was da alles drauf stand. Ja, in Potsdam hat man den Schweinekopf vor der Moschee. Ja, und das, ne? Sowas passiert öfters, also bei uns in der Schädlik-Moschee passiert das auch ab und zu mal, aber es ist schon extrem, wie jetzt gegen Muslime, sage ich mal, reagiert wird, und ich glaube, das ist auch nicht so gut für die extremistische Art, dass die Leute wirklich, je mehr muslimfeindlich, Islamfeindlichkeit ist, desto mehr kommen diese Gruppen und sagen, oh, mal, guck mal, die Deutschen, die wollen uns eh nicht, jetzt müssen wir uns zusammentun als Muslim. Und das ist, die putschen sich gegenseitig auf. Und das finde ich, glaube ich, ist es gar nicht gut für
Rechtsextremismus auch für die Leute, die ISIS und weiß nicht alle, die ganzen Gruppierungen, die haben so eine Rechtfertigung jetzt und haben, denke ich mal, es wird immer schlimmer. Also die eine Gruppe wird mehr und die andere auch automatisch, weil die sich gegenseitig aufputschen. Und also ich denke schon und ich höre auch sehr viel, dass die Leute viel mehr Ängste haben. Und wir haben uns heute auch einen Spaß gemacht und haben gesagt, okay, wir fahren von Berlin nach Potsdam, ist ja interessant. Hm? Oder die ganzen Frauen, die auf der Straße mit Kopftuch rumrennen, habe ich bis jetzt noch nie so bewusst wahrgenommen. Aber wo ich dann letztens gesagt habe, okay, für mich ist es nicht so schlimm, aber ich habe zwei Töchter, drei Töchter, die eine ist noch 7. Die beiden Großen, 17 und 15, die haben auch schon einige Geschichten erzählt, dass sie auf der Straße blöd angemacht worden sind von irgendwelchen Leuten. Und die mit der U-Bahn und der mit der Bahn unterwegs sind, wo ich dann so ein bisschen schon Ängste habe und sage, okay, ich will die jetzt nicht immer rumkutschieren. Ich habe dafür gesorgt, dass sie selbstständig sind, selbstbewusst sind. Aber irgendwo habe ich schon Angst und sage, okay, und das sind ganz viele Familien, die sagen, wir haben Angst über unsere Jungen. Ich arbeite auch sehr viel mit jungen Mädchen und jungen Jungs auch, also total gemischt, aber auch mit Mädchen, wo ich meistens denke, okay, bringst du jetzt die zu Hause, wenn es 22, 23 Uhr ist und wir von einer Veranstaltung von irgendwo herkommen, da ist schon sehr große Angst da. Ja? Und es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Und manchmal denkt man auch, okay, du bist eigentlich, bin ich mehr Deutsch als Türke, sage ich mal, nach 40 Jahren und bin voll integriert hier. Wenn ich in der Türkei bin, überlege ich auch, könntest du hier leben? Hier ist es wunderschön. Aber so die Werte, die ich jetzt als Muslime hier so gelernt habe oder worauf ich achte und Wert lege, weiß ich nicht, ob ich da leben könnte. Und wenn ich aber sowas sehe, dann denke ich schon öfters jetzt dran, wir sind hier nicht erwünscht. Also und ich denke, das geht vielen Muslimen und wie es auch die ganzen Geflüchteten, die ganz viele sagen, wir wollen wieder zurück. Oder einige, wo ich gehört habe, junge Männer, die hier sind ohne ihre Familie, sagen, ich habe meine Familie im Krieg dort und komme und ich bin hier nicht willkommen. Ich werde zurückfahren. Und einige sind auch zurückgegangen. Und ich merke, es ist jetzt total so ein Unwohlsein und Unzufriedenheit. Und die Ängste werden immer mehr, also auch in den Gemeinden, die haben einfach mehr Angst. Und immer wenn wir veranstalten, 3. Oktober ist Tag der offenen Moscheen, alle Moscheen und die Leute haben Angst. Und dann kamen Nachrichten und die Jugendlichen haben gesagt, denkt dran, an dem Moschee ist was, an dem Tag was passiert, passt auf, seid vorsichtig. Da kommen schon Ängste hoch, also es ist nicht mehr wie vorher. Also vielleicht noch bei mir, ich hab eine Schwester, sie ist ein Jahr jünger, sie hat sich zum Beispiel letztes Jahr für das Kopftuch auch entschieden. Und wenn sie erzählt auch oft, sie hat in Frankfurt Oder studiert, hat sie studiert. Und da ist ja auch ein ganzer Weg mit der Regionalbahn. Und da passieren ja auch einiges in der Regionalbahn, also auf dem Weg dorthin, da steigen auch solche und solche Leute ein. Und da hat sie auch schon viele Geschichten erzählt, wo ich mir denke, also das ist ihr davor noch nie so passiert, ne? Dadurch, dass sie das Kopftuch nicht getragen hat. Und nicht, sie ist zwar, sie ist etwas dunkler als ich, man sieht ihr schon an, dass sie jetzt einen Deutschen also Hintergrund hat, aber nicht in diesem Verhältnis. Jetzt hat sie noch das Kopftuch auf und jetzt wirkt sie komplett als sie wird ja oft als Flüchtling, so, das ist ja so eine Deklaration, die wir manchmal damit verbinden. Sie sagt so zu mir, ja, und dann kommen sie zu mir und reden neben mir auf Deutsch über mich, sagt sie so, weil sie denken, ich verstehe sie nicht. Und dann sagt sie so, ja, dann hat sie so Geschichten erzählt, wo Jugendliche rechtsextremistisch eingestellte Jugendliche, also junge Menschen, junge Männer, in die Bahn gestiegen sind und da gibt es ja diese Steckdosen für die Handys, wollten ihr Handy aufladen und haben dann vor ihr gesprochen, ich fand es so lustig, also es ist nicht lustig, aber es ist, wie sie es erzählt hat, sie meinte, dann haben sie das Handy eingesteckt und meinen, ja, ich hoffe, die nimmt nicht mein Handy weg mit. So, sie sitzt genau in dieser Ecke, sie sitzt genau mit ihnen in diesem Vierer- oder Fünfer-Sitz rein und sagen, ja, vor ihr, ich hoffe, sie nimmt nicht mein Handy weg oder so. Und dann haben sie noch andere Sachen gegen noch jemand anderen in der Bahn gesprochen und irgendwann meinte sie, jetzt reicht es aber auch irgendwann mal. Und dann hat sie mit ihrem Deutsch, wie sie halt redet, ganz normal, ganz vernünftig, meinte sie so, sag mal, tickt ihr noch richtig? Meinte sie so, ihr redet mit mir, über mich in einer Sprache, die ich total gut spreche und ich rede, und ihr merkt gar nicht, dass ich das verstehe, meinte sie. Ihr könnt doch nicht davon ausgehen, dass jeder, der Kopftuch trägt oder ein bisschen anders aussieht als ihr, die Sprache nicht spricht. Ihr müsst vorsichtig sein, mit wem ihr, über was ihr redet, meinte sie dann so. Und die waren dann so voll perplex. Dann haben sie sich gut ausgetauscht. Das war sehr interessant. Die hatten dann auf einmal ein...
Bedürfnisse. Ja, sie haben dann auf einmal darüber auch erzählt, wie ihre Eltern eingestellt sind. Also meine Schwester hat so einen Hang, sie zieht sowas auch an, manchmal ein bisschen so therapeutisch, könnte man vielleicht sagen. Ganz interessant. Und dann ja, haben sie mit ihr darüber gesprochen und sind dann im Guten, Gott sei Dank, auseinandergegangen. Das hätte ja auch schief laufen können. Oder eine andere Situation, wo wieder ein bisschen Feigheit in der Gesellschaft, das sehe ich auch oft. Dann werden die Leute, zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzend, ein Mann, und sie steht an der Ampel. Er fährt so an sie ran quasi, wartet auf die Ampel. Dann sagt er zu ihr, Asylantenschlampe, und fährt einfach weg mit dem Fahrrad. Wenn ich da gewesen, und deswegen meine ich bin nicht bereit. Zum Beispiel, wenn ich sowas sehe, dann würde ich diesen Menschen, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich würde ihn vom Fahrrad kicken. Weil ich habe, so emotional kann ich mich nicht zurückhalten. Und dann wäre es wieder ein nicht-islamisches Verhalten. Und ich möchte nicht, dass das so wieder auf die alle muslimischen Frauen dann zurückkommt. Und deswegen will ich es noch nicht in der Öffentlichkeit kriegen, weil bestimmte Dinge kann ich noch nicht zurückhalten. Das sind so persönliche Sachen zum Beispiel. Ne? Aber bei sowas, wo ich mir denke, ist feige, es ist gemein und es hat überhaupt keine Grundlage. Ne? Man kennt diesen Menschen nicht, man assoziiert etwas und dann solche Aussprüche zu sagen, ist traurig. Und ich glaube, in den Medien, ne, das ist das auch, in den Medien sehen wir es jetzt sehr viel öfter als früher. Von da könnte man vielleicht sagen, das gab es schon immer, aber ob es das in diesem Ausmaß gab, ist, wie gesagt, man pusht sich jetzt auch alle irgendwie gegenseitig. Es wirkt schon vermehrt. Und dadurch, dass wir diese persönlichen Erfahrungen haben, kann man sagen, ja, da ist auf jeden Fall was. Aber das hat was mit der generellen Unruhe im Land einfach auch zu tun. Ne? Es werden ja jetzt sehr viele, wie Sie auch meinen, viele Grüppchen werden gebildet. Das Land wird auch so ein bisschen gespalten in diese und diese Richtung. Ist keine schöne Entwicklung eigentlich. Ne? Also für Deutsche und auch für Nicht-Deutsche. Eigentlich sind wir alle Deutsch, aber also für solche und solche ist es. Es ist aber auch schwierig, wenn sie, das war für mich immer so, wenn ich jetzt ein Kopftuch habe, dann muss ich aufpassen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Aber sie machen sich selber diesen Druck. Wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, einmal über die Straße über Rot laufe, und was man ohne Kopftuch ganz oft macht, und ganz viele machen, nicht nur Muslime, alle machen das. ja, ist so. Dann habe ich mir, ohne Kopftuch habe ich mir nie Gedanken gemacht, okay, jetzt keine Kinder da, dann gehst du schnell, wenn es eilig habe, dann bin ich irgendwann gegangen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt rübergehe und alle gucken, dann sagen die gleich die Muslime. Typisch, alle Muslime machen das. Mhm. Deshalb ist das so, sie haben so einen Druck, immer wenn ich irgendwo bin und irgendwas sage, dann sage ich mal, das ist meine Meinung, nicht von allen Leuten und auch nicht von der Moschee, sondern meine eigene Meinung. Und das ist so pauschal irgendwie und deshalb verstehe ich auch. Und ich habe, ich sage ja, ich habe 10 Jahre gebraucht, das gab aber familiär auch, weil meine Familie so dagegen war. Und irgendwann habe ich dann geheiratet und gesagt, okay, ich habe meinem Mann natürlich vorher das gesagt, irgendwann werde ich Kopftuch, hast du ein Problem damit? Er so, nee, okay, dann können wir heiraten. Und irgendwann habe ich dann meinen Kopftuch und alle haben das Erste, was sie meine Freunde mich gefunden haben, dein Mann nicht gezogen? Ich so, ja, ich muss es tragen. Also jetzt übertreibt nicht so, was wollt ihr denn hören? Ja, aber man hat diesen automatisch diesen Druck und man macht sich auch Gedanken. Eigentlich ist das total banal, normalerweise würden sie sich sowas nicht überlegen. Jetzt überlegen sie immer, was sie machen, welcher Schritt, was passiert, wenn du das sagst, wenn du dort das sagst und wenn du dort das machst. Also es ist für viele Frauen nicht einfach, das Kopftuch zu tragen und dann auch noch diesen Druck von der Gesellschaft zu kriegen, ja, jetzt hat die ein Kopftuch, die ist ja also so entweder Putzfrau, die ganzen Mädels sagen, ein junges Mädchen musste mit ihrer Ausbildung aufhören, weil die Lehrerin sie auf dem Kicker hatte und sie hat keine Begründung gehabt. Sie hat sie mit ihren Noten gesagt, du bist sowieso dumm, du schaffst das nicht. Und hat sie einfach aus dem Ost, sie hat, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, sie hat sie aus dem Ausbildung rausgeschmissen. Sie konnte ihre Ausbildung nicht mehr weitermachen. Ja, und das sind, wo sie sagt, erstmal die Jugendlichen sind erstmal fertig. Na, ich so, geh zum Anwalt, ich habe keinen Nerv mehr, ich kann nicht mehr. Die sind fix und fertig. Das ist so eine Prozedur, dieser Druck, das kann nicht jeder. Nicht jeder ist so fit wie Felida und sagt, okay, ich lasse mir nichts gefallen und werde jetzt dafür für mein Recht kämpfen. Und dann kommt nochmal in die Schiene Frustration, ne? Und dann, das ist der Grund auch dann für diese ganzen Radikalisierungen und ähnlich. Also in jeder Richtung, egal in welchem Bereich das ist. Bei den Rechtsextremen haben wir dasselbe Phänomen, bei den religiös begründeten extremistischen Gruppen haben wir das, dann ist man frustriert und man glaubt dann irgendwann wirklich, alle sind sowieso gegen mich, was ich auch mache, ich komme nicht weiter und dann fühlt man sich bei diesen Gruppen natürlich wohl und dann, das meine ich, dann wird alles noch mehr gespalten.
Deswegen ist das nicht die Lösung, sich gegenseitig runterzumachen, sondern ein bisschen zu versuchen zu verstehen. Warum tickst du denn eigentlich so? Solche Veranstaltungen, warum trägst du das Kopf? Warum trägst du es nicht? Wie ist es denn eigentlich? Und dann die Meinung auch zu lassen. Also niemand muss man muss nicht alle dieselbe Meinung haben, aber es gibt so einen schönen Ausspruch, da heißt es, es heißt ja nicht, dass man Kritik nicht äußern darf. Aber man soll streiten, wenn man streitet, und zwar auf die schönste Art und Weise. Das bedeutet, die Meinung annehmen so und dann deine Meinung sagen und dann in Ordnung. Also jeder kann seine Meinung haben, man muss sich deswegen nicht fertig machen, umbringen, irgendwelche Drohungen machen, beleidigen. Das sollte es nicht sein. Sie aber haben das so schön von mir gesagt mit den Verboten. Das fand ich ganz toll. Habe ich jetzt mir gerade aufgeschrieben. Ja. Ich merke schon, Sie sind in Ihrer ganzen Lebensweise sind Sie schon sehr progressiv. Ja? Denn zum Beispiel ich mit meinen Schülern, mit meinen Mädchen, kennen Sie diesen, ich glaube es war eine türkische Regisseurin, mit diesem, wo der Onkel die Nichten übernommen hat, weil die Eltern von ihnen sind tödlich verunglückt. Der hat dann die Mädchen eingesperrt und so weiter und so fort. Muster. Kennen Sie den? Muster? Ich kenne ihn nicht. Das nächste. Und das waren Türken, wo also auch dieses Bild, Männer, ne? Mhm. Die Mutter, die Oma, die hat gegen den eigenen Sohn gekämpft und dass die Freiheiten ihrer Enkel wieder das, was sie gewöhnt waren. Und der Onkel hatte die so eingesperrt. Und den Film habe ich mir mit meinen Schülern angeschaut. Und das Komische, die Mädchen, also wir waren alle beeindruckt, wirklich. Es war obwohl, also in Deutsch und so weiter trotzdem, und da konnten sie noch nicht so gut Deutsch. Und die Jungen, alle standen auf der Seite des Onkels. Und die Mädchen waren, die Jüngste, die hat dann richtig gekämpft, ist dann geflohen. Das andere Mädchen hat sich das Leben genommen, weil sie nicht unter den Bedingungen sind. Die wurde verheiratet. Und solche Beispiele habe ich eben bei meinen Schülern. Ich habe einen Afghanin, 17 Jahre, schon zwei Kinder, schon 4 Jahre, der eine Junge, der andere jetzt über ein Jahr, aber ist, wir würden sagen, gezwungen worden, den Mann zu heiraten, ein ganz lieber Mann, ganz glücklich und so weiter. Also da habe ich auch versucht, auch wenn die Eltern den Mann ausgesucht hat, ja, ihr seht es an ihr, sie ist überglücklich, das muss nicht immer so sein, ja, das und so weiter. Ja, dieses Klischee, ja, was genau. Wir dann haben, also da war der Film, war in der Hinsicht schon gut und eben die Realität auch, dass man so. Aber eben, ich hab da mehr auch mit meinen Jungs zu kämpfen, die auch gern noch diese Vorstellungen haben. Sie sehen ein Mädchen, ich habe jetzt wieder eine neue Schülerin. Also Macho-Gehabe generell, das hat was mit dem Alter zu tun. Aber eben das dann, meine Mädchen, die haben, es ging mir mit 3 Mädchen so, die haben geweint. Die haben geweint, weil sie so belästigt worden sind von ihren Schulkameraden. Und da habe ich gesagt, ich mache es. Also Sie müssen aufpassen, ich glaube, das ist auch nochmal was, ich weiß jetzt nicht, wie die Klasse ist, jetzt nur meine Meinung zu. Man muss auch aufpassen, wie Sie das, weil wenn Sie das immer sagen und die Eltern kriegen irgendwann so das mit, ach, die Lehrerin erzählt denen immer, das kann auch negativ rüberkommen. Ist mir klar. Ich glaube, Sie setzen sich, was ich ganz toll finde, Sie setzen sich richtig toll. Aber Sie haben auch einen guten Draht zu den Eltern, glaube ich, das merkt man ja. Dass man wirklich bei den Eltern mit Muslimen vielleicht mit integriert arbeitet, mit in ihre Arbeit und dass man in allen Ebenen versucht, die Eltern aufzuklären und nochmal zu erklären, guck mal, das, unser Glauben ist doch so, warum macht ihr das, ihr dürft die nicht zwingen, dass man wirklich, dass sie auch so ein bisschen geschützt sind. Ja? Ne, ich habe ja alles nur super. So. Ja, so. Toll. Aber ich meine auch dann die Jungs so aufklären, ihr dürft nicht sie betrinken. Ja. Wenn, das ist ein hübsches Mädchen, habe ich auch zur Mutti gesagt, sie können stolz sein, sie muss nicht weinen. Und er möchte eine Freundin. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es richtig macht, dass es ihn nicht bedrängt, dass ich nicht so und so weiter. Ja? Also stolz sein auf die Tochter und nicht jetzt unbedingt gleich Angst haben bei 14-Jährigen und so weiter. Ja? Das ist ja genau das Alter. Ja, aber ich meine, sie haben eben, ich habe es in Israel selbst auch erlebt, bei den orthodoxen Juden, wie genau, die zusammengeführt worden sind und so weiter. Ja? Deswegen,
Für mich ist es wichtig, dass man das nicht in die eine Schiene schiebt. Genau. Alle Jugendlichen sind gleich, alle Männer, es hat nichts mit dem Glauben zu tun, ja? Das ist wichtig. Weil ich wollte nur zeigen, wir müssen auch dazu lernen, weil wir da auch so ein bisschen vorprogrammiert sind und so weiter. Nee, wir müssen da das auch, ist auch lernen. Ganz, genau. Das ist aber toll, dass Sie das nicht alle Lehrer sind so. Wir haben letztens ein Gespräch gehabt, wo ich gerufen wurde, das Kind ist so aggressiv, hat ein Kind geschlagen, 10, ja. Was natürlich nicht toll ist für dieses Flüchtlingskind, ist keine Entschuldigung, dass er Gewalt. Aber das Mädchen hat seine Mutter beleidigt und seinen Vater. Ja, der Junge ist hier alleine, ohne Eltern, mit einem Onkel. Und er kümmert sich um alles, aber es kann nie sein, dass ich, meine Mutter und mein Vater ist nicht wie mein Onkel. Ja. Total traumatisiert. Er hat nur Gewalt erlebt, dort, wo er herkam, auf dem Wege und auch hier, wo er lebt, in den Notunterkünften. Für diesen Jungen ist das sozusagen fast normal. Total traumatisiert, wenn der jetzt meine Mutter beleidigt und nicht aufhört, dann kriegt der eine runter von mir, was nicht zu entschuldigen ist. Nein, aber dann war das Jugendamt da, Schulpsychologe, Schulkonferenz, alle Lehrer, dann wurden wir gerufen, wo ich gedacht habe, ist alles okay, Antigewalt wollen Sie mit dem machen? Und ich sage, ey, der ist 10, der braucht Liebe, er braucht Zuneigung, er braucht Bezugsperson. Diese Aufregung, und ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen und auf dem Boden bleiben und sagen, okay, was ist denn los mit dem Kerl? Und dann haben sie gesagt, er ist eigentlich ein ganz toller Kerl und ganz lieb und auch man kann mit dem ganz toll arbeiten. Und dann hatte er Islamunterricht, irgendwie kam er in Religionsunterricht und dann hatten sie Islamunterricht und da ist er richtig aufgeblüht, da war er noch toller. Der braucht seine Identität, der weiß gar nicht, was ist in einem fremden Land und der ist voll fertig und traumatisiert. Und da muss man als Lehrer nochmal, was sie toll machen und aufmerksam sein, okay, was müssen wir, was die auch gut war, die haben in der Moschee angerufen und uns dazu gerufen. Wie können wir Hilfe holen, was können wir machen und nicht das zu hoch ansetzen. Weil die meisten, ich sag auch Türken in Anführungsstrichen und auch jetzt Leute, die Migrationshintergrund haben und hierher kommen oder hier leben, ist bei meinen Eltern auch so Jugendamt gehört haben, da haben sie gedacht, oh, die nehmen uns die Kinder weg. Diese Angst haben diese Leute. Und jetzt ist es bei den Geflüchteten genauso. Dann kann es ganz schnell sein, dass sie mit ihnen nicht arbeiten, sondern sagen, okay, redest ja jetzt mit dem Lehrer nicht, die wollen dich wegnehmen. Also man muss gucken und peu à peu mit den Leuten reden und gucken, was kann man machen, wie kann man helfen und nicht vergessen, was sie alles erlebt haben. Und immer noch hier in den Notunterkünften ist Katastrophe. Ja? Es ist auch generell jetzt nicht nur bei Flüchtlingen, sondern auch bei unseren Normalen, die hier schon aufgewachsen sind. Wir waren auch mal bei einer Schulkonferenz dabei. Da wurden wir gerufen, weil der auch sehr aggressiv reagiert. Und wir sind dann eigentlich nur als Berater da, weil es war der Psychologe da, alle Lehrer waren da, der Schüler war alleine da und die Mutter des Schulkindes war da. Das ist eine katastrophale Zusammensetzung. Also das Kind ist komplett überfordert, die Mutter ist komplett überfordert und sie wird einfach, also es war so, alle haben etwas gesagt, das Kind noch gar nicht, alle haben was gesagt, die Mutter wurde einfach übersprungen, sie durfte erstmal gar nichts sagen, alle haben so ihre Meinung gesagt und wir saßen dann erstmal mit euren, also ich saß dann mit meinem Kollegen da und ich sitze da und habe mir es nur angehört erstmal. Dann hat das Kind seine Meinung so ein bisschen erzählt und ja, ist nicht mein, er hat natürlich von sich gewiesen, aber so typische Wehrhaltung. Und dann wurde die Mutter gefragt und die Mutter meinte, mein Kind ist nicht so. Also die verteidigt natürlich dann so. Also diese Konstellation hat eigentlich gar keinen Sinn wirklich, weil es sind zwei Leute und alle gegen diese zwei Menschen. Man muss eigentlich so ein 1:1 Gespräch führen, entweder mit dem Kind oder mit dem Kind und der Mutter, aber nicht so eine, alle auf mich. Und wir saßen dann als Berater und wir meinten, tut mir leid, in dieser Konstellation können wir nicht arbeiten, weil was wir jetzt auch sagen, da kommt der Schulpsychologe mischt sich ein, der Lehrer mischt sich ein, genau. Das Kind kann gar nichts mehr sagen, am Ende ist es komplett verwirrt und denkt dann, alle mögen mich nicht, alle wollen mich nur weghaben von der Schule, das macht es psychologisch noch. Also manchmal haben wir auch Strukturen, wo wir, die für einige Situationen gut sind, aber in vielen Situationen nicht wirklich optimal sind, weil die Hintergründe einfach anders sind. Und das haben wir auch schon öfter miterlebt. Ist sehr interessant, dass da vielleicht auch ein bisschen Optimierungsbedürfnis ist manchmal. Auch, ne? Ja, genau. Auch ja, die Lehrer waren überfordert. Also auch diese Schule, da haben sie auch gesagt, sie kennen das nicht. Als wir gesagt haben, das ist gut, dass er Islamunterricht hat, weil dann kann er sich aber richtig bei den richtigen Leuten, da war es ja auch in Ordnung, dass sie nicht in eine falsche Schiene kommen, sondern sagen, okay, da bist du gut aufgehoben, das stärkt ihn und auch, dass man sagt, Mensch, der Islam ist ein friedvolles
du darfst das junge Mädchen schauen, auch wenn es so ist, auch wenn sie, dass man auch wirklich darüber redet mit den Jugendlichen. Und das ist wichtig, dass die Lehrer auch da nochmal gebrieft werden, genau, sozusagen, und nochmal fortgebildet werden und sehen, was ist, wo muss ich dann ran. Und da muss man, glaube ich, viel tun. Und Gott sei Dank hatten wir das Gespräch vorher und haben gesagt, das Kind kommt bitte nicht in diese Runde. Der war nicht dabei. Okay, das war gut. Mein anderes Problem, sonst redet man zu sehr über. Aber es ist okay. Jetzt hat Claudi noch eine Frage und dann würde ich mal so langsam zum Abschluss kommen. Ich würde mal so ein bisschen in die feministische Richtung gehen und eine bisschen provokantere Frage stellen, weil mich das eigentlich sehr viel beschäftigt hat. Und zwar, als die Geschichten an Köln stattgefunden haben, gab ja auch eine ziemlich große Debatte darum, quasi Muslime, die jetzt alle deutschen Frauen irgendwie begraben wollen und anmachen und sowas, ne? Und es halt sehr viel verallgemeinert wurde. Und du hast ja auch eben so ein bisschen gesagt, dass dieses Verhüllen ja auch dazu dient, dass man irgendwie eine gewisse Distanz hat und dass man quasi sich auch wohler fühlen kann, wenn man eben eher nicht angegraben wird. Aber das würde ja quasi zum Resultat haben, also im Umkehrschluss bedeuten, dass Frauen, die sich entscheiden, sich nicht zu verhüllen, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie schon abgewertet werden. Und dann, also ist jetzt extra provokant gestellt. Ja, merkst du schon. Und eben quasi auch Männer, die den Glauben haben, eher als Freiwild gelten. Aber wir haben nicht gesagt, dass es, was hast du gesagt, nochmal? Sag mal schon, dass die, wenn die gehüllt sind, dass die Männer Abstand haben. Das haben sie automatisch. Das ist nicht so, dass man dadurch Abstand gewinnt, sondern dass die merken einfach, dass man so selber sich schützen will. Das hat aber mit dem Anziehen nichts zu tun. Es ist auch kein, ich finde, man kann sich anziehen und kleiden, wie man möchte. Das ist auch so eine Sache, das sage ich auch ihr, ob du ein Kopftuch trägst oder nicht, das ist das Verhältnis mit Gott und dir, Allah und dir, weil du musst im Endeffekt dastehen und sagen, ich habe es aus dem Grund nicht gemacht, aus dem Grund habe ich es gemacht. Es ist aber keine Entschuldigung oder kein Gutschein, sage ich mal, dass wenn jemand mit Minirock rumläuft, dass die Männer dann frei Zugang haben und alles machen dürfen. Das ist für mich auf keinen Fall eine Entschuldigung. Also da wehre ich mich dagegen. Also es ist in erster Linie, glaube ich, eine Haltungssache. Also wie eine Frau, das ist wieder mit dem Wesen gemeint, wie eine Frau sich, also wie die Haltung ist. Zum Beispiel, ich bin auch oft in Flüchtlingsunterkünften, mit ihr bin ich schon mal mitgegangen und da bin ich auch nicht bedeckt. Also ich bin so, wie ich jetzt bin, natürlich provozierst dann meistens nicht, dass ich mit Absatz da rumlaufe oder irgendetwas, aber ich bin nicht, mein Haar ist zum Beispiel nicht bedeckt. Und je nachdem, wie man jetzt, was für eine Haltung man ausstrahlt, dementsprechend reagieren dann die Männer aber auch. Sie gucken natürlich, das gucken sie aber auch bei unseren jüngeren Mädchen, die verhüllt sind. Bei dir gucken sie auch, also sie gucken schon, das ist nicht das Problem. Aber sie trauen sich den nächsten Schritt nicht, wenn die Haltung, also die Ausstrahlung nach außen hin selbstbewusst und distanziert wirkt. Das habe ich bei mir gemerkt. Wenn ich jetzt ein bisschen so lächeln und alle so ein bisschen schöner, ne, wenn man so ankommt, dann wirkt das natürlich anders auf die Männer, als wenn ich so ein bisschen distanziert und ein bisschen kühler vielleicht. Man muss so ein bisschen am Anfang wirken, damit man schaut, man kennt ja das Umfeld nicht. Du weißt nicht, was das für Menschen sind. Ne? Das hat jetzt nichts mit der Unterkunft allein zu tun. Auch in großen Gesellschaften gehe ich da nicht gleich sofort mit dem Übergrinsen, sondern erstmal distanziert, ein bisschen beobachten, gucken, wie sind die Leute drauf. Und dann kann man sich auch ein bisschen auflockern. Ich glaube, es hat viel mit dieser Haltung zu tun. Und natürlich muss man gucken, aus welchen kulturellen Kreisen kommt man. Also in einer Unterkunft würde ich auch nicht, also wenn man die Länder da ein bisschen kennt, wo man herkommt, in einem arabischen Land, ich habe es jetzt nur in Saudi-Arabien zum Beispiel gesehen, es ist etwas so Neues für sie, wenn auf einmal so viel Haut gesehen wird, die sind überfordert. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle als Freiwild oder so sind, aber es ist für sie nicht das normale Umfeld, was man kennt, das Bild. Und dann ist man vielleicht auch unter, und jetzt die Sachen, die ich glaube, ich, die mehr dazu führen, Alkoholeinfluss. Drogeneinfluss. Ich denke, die Männer sind nicht von Natur aus so. Manche haben natürlich so eine Macken, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie Flüchtlinge sind, ne? Sondern, also das will ich nicht verstehen, aber auch biologisch gesehen, meine ich, haben sie ja auch, naja, egal. Auf jeden Fall hat das, natürlich gibt es diesen Faktor, aber ich glaube, viel hat diese anderen Einflüsse noch zu tun. Das sehen wir alleine, wenn wir
aber in Berlin am Alexanderplatz sitzen oder stehen und dann sind dort größere Männergruppen, die stehen oft unter Alkoholeinfluss oder unter Drogeneinfluss und dann sind sie auch anders, auch in den Unterkünften leider, weil sie sich da auch reinfinden. Im Endeffekt denke ich nicht, dass man mit so einer Haltung hierher geht, weil es ist aber für sie unbekannt, also es ist fremd und jeder assoziiert dann natürlich ein bisschen was anderes. Wenn du von deiner Erziehung her schon anständig bist, ne, so, also wenn man das so Erziehung, dann bist du auch anständig gegen eine offenen Frau, genauso wie gegen eine nicht offenen Frau, also bedeckten Frau, weil den Unterschied macht nicht die Kleidung, also ne, es macht nicht die Kleidung, der Wert ist ja derselbe. Von daher glaube ich nicht, dass es damit so viel zu tun hat, weil ich es jetzt auch so nicht erlebt habe. Ich habe beide Versionen mal erlebt. Ich wurde auch mal angequatscht und angesprochen, auch mal ein bisschen dumm angequatscht, aber ich wurde auch genauso ein bisschen in Ruhe gelassen. Also beide Erfahrungen habe ich geteilt. Hatte immer ein bisschen was mit meinem Gegenüber zu tun. Und ich glaube, damit hat das auch viel. Also dieser Einfluss von außen ist schon, wirkt schon viel. Also die haben dann keine Hemmung auch, ne? Und naja. Die Erfahrung gemacht, selbst fand ich die ja auch ganz interessant. Ich war Deutschlehrerin gewesen in einer Notunterkunft und mir wurde halt von einer Sozialarbeiterin gesagt, dass ich doch mich anders anziehen sollte, weil sonst quasi bei diesem Klientel, was wir ja haben, würde ich ja quasi leichte Beute sein. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, dass das ja eigentlich schon wieder rassistisch bei mir ist, weil sie ja quasi den allen Männern unterstellt, dass sie sich nicht beherrschen können, wenn sie mal eine Frau sehen, die irgendwie ein bisschen engere Klamotten anhat. Und wie war ja quasi Vorurteile sind. Ja. Und ich sag mal, das können wir uns auch beim Oktoberfest angucken, wie das so mit den Männern ist. Also ich glaube, das ist nicht eine Klientel, sondern das sind dann irgendwie, also ich glaube, da ist viel dran, das ist eine Frage auch von, wie anständig ist man, wie ist man erzogen, so. Da spielt auch Alkohol eine Rolle, also Sonne und Alkohol, wir wissen. Also insofern glaube ich, ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt eine Klientel oder so. Ich glaube, dass wirklich diese Frage Überforderung, wenn man Sachen nicht kennt oder so, schon eine Rolle spielt. Das ist dann, glaube ich, auch eine Aufgabe, da sozusagen ein Stück weit auch Hilfestellung zu geben. So. Aber jetzt so ein Diskurs, die Männer aus, wenn sie ein bisschen Haut sehen, dann sind sie sofort bereit, die Frau irgendwie, weiß ich nicht, wohin zu zerren. Also das würde ich, glaube ich, auch immer weit von mir weisen. Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man sagt, das, was Feride gesagt hat, dass die Leute von einem anderen Umfeld kommen. Aber ich sage es auch, wenn ich im Notunterkunft bin, sage ich mittlerweile den jungen Mädels auch, versucht man so ernst enge Jeans zu anziehen, bestimmte Sachen, dass ihr einfach so ein bisschen drauf achtet. Nicht, weil die Leute gleich auf euch springen sozusagen, Entschuldigung, sondern weil man darf auch nicht vergessen, das sind junge Männer, die monatelang im Krieg waren, die herkommen, total in einer ganz traumatisierten Weise herkommen, ganz anderen Umfeld, vielleicht auch ihre Bedürfnisse haben, die sie monatelang oder vielleicht ein Jahr lang auf dem Wege nicht, sage ich mal, befriedigen könnten. Also ich gehe mal, das ist auch so ein bisschen meine Meinung, wo ich merke einfach, die kommen hierher und dann sehen sie ein ganz anderes Bild von einer Frau und denken, naja, vielleicht kann ich sie doch ansprechen oder kann, also ich habe aber in den Unterkünften jetzt nicht, dass die irgendwie vergewaltigt werden, sondern eher, die machen schon die Mädels eher an, die dann offen rumschäkern mit den Jungs, als dass sie zu mir kommen. Ich rede auch mit denen und schäker mit denen, aber zu einer bestimmten Grenze und die wissen, sie können mit mir Spaß machen, aber weiter nicht. Und ich glaube, das merken die Männer auch. Also nicht nur die Männer, sondern alle Männer. Und ich denke, das ist schon wichtig, als nichts gegen sie, dass man in so Unterkünften, bestimmten Bereichen, es kommt darauf an, wo man ist, dass man so ein bisschen guckt, wie sollte ich darauf aufpassen, ob ich jetzt ein ganz enges Minirock habe, wenn ich mich bücke, dass man die Unterhose sieht. Sorry, sage ich mal jetzt ganz hart und offen. Und das Dekolleté offen ist, ich hatte das den Fall, dass die Dame gesagt hat, ich kann mich doch anziehen, wie ich will. Natürlich kann man sich anziehen, wie man will. Aber ich denke, es ist auch so, wenn man zu Besuch geht oder wenn man in die Kirche geht oder in die Moschee geht oder bestimmten Stellen, dann achte ich auch und sage, okay, ich bin jetzt in der Kirche, Kinder, ihr müsst jetzt leise sein, auf bestimmte Sachen müssen wir achten oder in der Moschee. Es gibt so Sachen, wo man als Mensch selber so ein bisschen guckt,
meine Freundinnen gucken auch und sagen, okay, ich weiß, du bist jetzt bedeckt, ich bin im Garten mit Bikini rumgelaufen, jetzt möchte ich das aber nicht mehr, ich ziehe mir einfach ein T-Shirt an darüber. Also man gegenseitig so ein bisschen Respekt und Verständnis für den anderen entwickelt und sagt, okay, es wird jetzt zwar nicht passieren, aber ich achte ein bisschen drauf und will einfach gucken, dass der auch ein gutes Gefühl hat damit. Es hat jetzt nicht dafür, dass die jetzt gleich irgendwie gewalttätig werden oder irgendwie jemanden begrapschen, aber einfach um den anderen zu verstehen, sollte, glaube ich, jeder, der so in Notunterkünften ist oder in bestimmten Bereichen, immer wegen Respekt und Verständnis auch auf den anderen so ein bisschen Acht geben und sagen, okay, ich mache das jetzt so. Aber das sollte auch jeder für sich entscheiden. Ich finde immer, wenn ich mich in dieser Art oder in dieser Kleidung wohlfühle, dann ist es okay für mich. Wenn ich sage, nein, ich möchte aber so hin, dann muss derjenige sich selber dafür entscheiden und das muss der andere akzeptieren. Darf ich ganz kurz fragen, wie war es denn dann im Endeffekt, als Sie dann da waren? Oder wie waren Sie dann am Ende? Haben Sie sich dann angepasst oder anders gekleidet oder so? Ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr stark respektiert werde, weil ich ja eben auch als Lehrerin da war und irgendwie nicht irgendwie als Kumpeline, die jetzt irgendwie über ihre privaten Probleme mit ihnen spricht, großartig. Das war halt auch gar nicht vorgesehen, weil ich da auch gar nicht darf. Ja. Das hat mir auch so gesagt. Von daher habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass mir sehr viel Dankbarkeit auch für den Unterricht entgegengebracht wurde. Auch der Status Lehrer hat nämlich eine ganz besondere Funktion, also auch in den auch hierarchisch gesehen. Es ist etwas Eltern, Schönes, man lernt von Lehrer, ihnen und so. Ja, okay. Also nach den Eltern kommen die Lehrer. Nur so mal. Ja, ist eigentlich so. Man sagt wirklich, Lehrer sind sehr wichtig. Naja, aber als Frau muss man schon ein bisschen mehr kämpfen. Also ich musste jetzt. Da müssen wir immer kämpfen. Als Frau müssen wir immer kämpfen. Hier bin ich der Chef. Also sehr gut, aber. Chefin, genau. Es gab auch andere Fälle, sind dann halt gar nicht gekommen, weil sie gesagt haben, sie wollen lieber eine Frau Aber die, die da waren, waren toll. Ist doch schön. Und das ist wichtig für mich, dass man mal sieht, es gibt immer Ausnahmen, so ein, zwei in allen Bereichen. Ich bin ganz stolz, dass ich geschafft habe, dass die Frauen zu einem Frauenarzt gegangen sind, der Mann war. Ja, das ist eine Leistung. Aber mehr, wieder mehr den Ehemann musste ich beackern, dass er das zulässt. Die Frau war so krank. Wir haben jetzt keine Zeit, ihr noch großartig zu suchen, wo ist eine Frauenärztin. Die hat ja auch ganz andere Probleme in dem Moment. Der Doktor ist jetzt da. Ich habe den mit Engelszungen wie ein Tschetschene. Ja, sehr gut. Ich habe es geschafft. So. Jetzt mache ich, jetzt mach ich mal die Chefin. wir haben danach ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt trotzdem wirklich ganz gerne so ein bisschen zum Ende kommen. Ich will hier auch gar keine Zusammenfassung mehr geben oder so. Ich finde, das steht mir jetzt auch nicht zu. Ich fand das eine tolle Diskussion. Ich habe selber ganz, ganz, ganz viel gelernt und bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass, also für mich, dass ich in die nächsten Diskussionen auch nochmal mit ein bisschen anderen Blick reingehe. Das freut uns. Ja, ja, also ich hoffe, das geht euch und Ihnen auch allen so. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich glaube, die Entscheidung, tatsächlich einfach mal muslimische Frauen zu Wort kommen zu lassen, war genau die richtige. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ihr danach vielleicht noch einen kleinen Moment Zeit habt, falls noch jemand Fragen hat. Und ich würde dann aber jetzt wirklich ganz gerne die Debatte beenden. Einerseits, weil wir ja auch noch eine ganz tolle Band haben. Ja. Und andererseits, weil wir dann danach ja auch noch was zu essen da haben. Ja. Ich will aber, bevor wir, weil danach, also ich werde danach dann nicht mehr Buffet eröffnen oder sowas. Ich will mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Iris bedanken. Die hat nämlich ganz, ganz viel vorbereitet für die Veranstaltung. Und ich will mich auch ganz herzlich bei Daniel bedanken. Der hat nämlich auch ganz viel vorbereitet. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich bedanke mich nochmal herzlich, dass ich das moderieren durfte. War ganz toll. Ich musste übrigens selten so wenig moderieren in so einer Runde. War toll. Und ich hoffe, euch und Ihnen hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ja, dann gebe ich das Wort an die Welt. Thank you.
Ja.